ganz viele Teile aus Carbon. Ein Vier-Personen-Konzept unter 3,5 Tonnen. Ich glaube, das ist das, was meine Zuschauer aus Österreich und der Schweiz inhalieren werden. Denn die haben das Geld, der Schweizer Franken ist gefallen. Für die ist alles billig im Moment. 0,9 ist der Faktor. Egal, was das Ding kostet, in der Schweiz ist es erschwinglich. Die haben auch noch Zinsen mit 0,99%. Denn da ist die Wirtschaft vollkommen in Ordnung. Hast du das gewusst? Nee, überhaupt nicht. Also ich bin zwar nahe der Schweiz und auch viel in der Schweiz, aber mitbekommen habe ich es tatsächlich nicht. Ja, im Moment ist der Schweizer Franken, der explodiert gerade, und dieses Konzept hier ist nicht ganz billig, weil es natürlich eine Kleinserie ist. Ihr werdet davon keine 5000 bauen. Es ist aber ein Konzept, wo man sehen kann, wo die Reise hingeht. Alles oder vieles ist hier aus Carbon. Ich grüße dich ganz herzlich. Wie ist dein Name? Hi, ich bin Norman von Vanix, einer der zwei Gründer von Vanix. Bodensee oder was ist das Gebiet? Nähe Freiburg, Europapark, kommen wir her. Freiburg, Europapark, unweit von uns aus Saarbrücken. Das heißt, das ist gerade mal eine Stunde, zwei weg von uns. Vielleicht kommen wir euch mal besuchen. Das ist sehr aufwendig, was ihr hier gebaut habt, oder? Ja, wir haben keine Mühen gescheut, um das Optimum aus allem rauszuholen tatsächlich. Wir haben jede Komponente angeguckt. Ist das Stand der Technik? Ja. Und die nächste Frage war immer, ist das leicht und ist das geil? Das ist so der Grundkern von dem, was wir gemacht haben. MAN-TGE, das ist natürlich ein tolles Konzept. Jetzt ist natürlich Mercedes-Benz in der Lieferzeit so unmöglich geworden. Die können dir noch nicht mal garantieren, ob du überhaupt ein Auto kriegst. Das ist also ganz schlimm. Wenn du planen musst, musst dem Kunden in zwei Jahren sagen, du kriegst deinen Sprinter zum Beispiel. Ja. Kommt gar nicht. Aber es hat noch weitere Vorteile. Der Service von MAN ist mega. Genau. Also deswegen haben wir uns tatsächlich auch für MAN entschieden, weil einfach die sind mehr hinterher. Und das haben wir auch schon in den ersten Bestellungen und während der Bauphase gemerkt, da rufst du an, sagst du, guck mal, hier, das Teil brauchen wir, und dann ist das in zwei Tagen da. Gian, ich habe eine ganz kleine Bitte, wenn du dich noch mal vor das Auto stellst, dass wir die Größenproportionen mal sehen. Ich schätze mal, wir haben eine Höhe 3,30 Meter. Genau, aktuell haben wir 3,35 Meter. Wir können mal runter auf 3,20 Meter, weil wir können 15 cm mit unserem Vollluftfahrwerk hoch und runter fahren und natürlich auch nivellieren. Genau. Sag mal, es ist nahezu unmöglich, das, was ihr gemacht habt, zu realisieren. Ein Vier-Personen-Fahrzeug auf der Basis Kastenwagen, das heißt, der erfüllt auch entsprechend die entsprechende Sicherheit. Also das ist eine Blechkarosse außenrum, das ist kein Teilintegrierter, der wegfliegt, falls es doch mal zum Unfall kommt. Das Ding ist hochstabil. Genau, also tatsächlich ist Seitenwände und alles ist alles Blech. Und natürlich der Sitzblock ist auch alles hochwertig verarbeitet. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Raptor? Nein. Raptor, nein. Das heißt, es sieht aus wie Raptor. Die Jan hat doch direkt gesagt, Raptor-Lack ist drauf. Genau. Was ist das für ein Lack? Das möchte ich nicht verraten. Tatsächlich ist es die hochwertigste Variante von Beschichtungen, die man nutzen kann. Wird im Militär gerne benutzt. Der TGW ist damit zum Beispiel beschichtet. Die ist wirklich hochkratzfest. Also mit einem Schlüssel kann man da lang kratzen, ohne dass was passiert. An unserem Vorführfahrzeug kann man das auch machen. Hier an dem lassen wir das nicht zu. Okay, alles klar. Das heißt, man kann kratzen. Wir haben das schon gezeigt. Der ist ja nagelneu. Ihr habt den ein bisschen abgesperrt. Ihr seid hier in der Premiumhalle. War es schwer, einen Stand zu kriegen? Tatsächlich ja. Also wir sind auch ein bisschen spät, haben wir uns gemeldet und haben gesagt, hey, wir hätten gerne einen Stand. Und tatsächlich haben die Jungs von der CMT, aber nachdem sie uns in Freiburg gesehen haben, wo wir den Wagen angeteasert haben, von außen gesagt, ja, okay, wir finden einen Stand für euch. Und dann haben wir eben einen bekommen. 30, darf man sagen, was er kostet? Das Fahrzeug. Wir haben zwei Versionen. Die Vollversion liegt bei 890.000 in Vollausstattung. Wie geil. Da kommen wir dann tatsächlich aber auch wirklich auf die 3 Tonnen Leergewicht. Und in der Basisversion starten wir völlig ohne Luxus bei 340.000. So, 800 und? 90. 890.000 Euro. Ist das hier für 890? Ja, das ist hier die Version für 890 auch. So, 890.000 Euro, Gian. Ich würde dich bitten, wenn du mal kurz, warte, ich rechne mal gerade aus, 22 Bitcoin müsstest du mal kurz aus deinem entsprechenden Wallet. Würde ich auf jeden Fall sofort machen. Ja, das ist so. Man muss ja auch sagen, auf einer Messe zeigt man das technisch Machbare. Man will ja alles zeigen, was geht. Mhm. Die Zielgruppe ist ganz klar, glaube ich, definiert. Das sind Leute, die sowas haben wollen. Genau, also tatsächlich Leute, die das haben wollen. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen aber auch wirklich Leute da, die hatten gesagt, hey, ich habe einen riesen LKW und habe einfach festgestellt, ich komme nirgendwo mehr hin. Und ich hätte gerne was, was die meisten Bedingungen erfüllt, von dem, was ich will, an Luxus, an Platz, an Raum im Fahrzeug, aber eben auf einem kleinen Fahrzeug, dass ich damit auch mal in eine Stadt fahren kann oder an irgendeine Steilküste, wo es dann eng wird. Sag mal, wenn man hier sowas versucht zu versichern, was ist da der Trick?
Du gehst jetzt zum normalen HDI hin und sagst, ja. Und dann fragen die immer nach dem Fahrzeugwert. Ja, ich habe hier so ein MAN TGE, ja. Allrad, ja, wie ist denn der Neupreis? 98.000, die sind bestimmt erfreut. Definitiv, ja, aber zum Glück gibt es ein Wertgutachten dazu, dass es auch, wenn was passiert, da keinen Stress gibt. Es gibt ja andere Wohnmobile auch für eine Million, die werden ja auch versichert. Also das, glaube ich, ist nicht das große Problem. Ja, wir fangen mal an. Ich glaube, auch hier vorne ist irgendwie nichts original, oder? Nee, wir haben eine Stoßstange, die ist von Bergbaubussen tatsächlich, die ist hochstabil und die geht super sauber nahtlos über in unseren Carbon-Kevlar-Unterfahrschutz. Bitte was? Wir haben Carbon-Kevlar-Unterfahrschutz. Du willst mich hier veräppeln. Das ganze Auto ist alles Carbon-Kevlar-Unterfahrschutz. Das ist das Gelbe, was du dort siehst. Sprich das Tanksystem, was auch Unterflur ist. Tank und alles ist alles mit Carbon-Kevlar-Unterfahrschutz. Warum habt ihr keinen Spiegel hier hingelegt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, das würde ich für morgen mal überlegen, ob ich noch zum IKEA fahre. Fahr zum IKEA hin, mach eine Lampe hin und einen Spiegel, das musst du sehen. Ja. Ich darf dir mal kurz die Absolution geben. Also viele Leute werden jetzt schimpfen, werden sagen, viel zu teuer. Da geht es gar nicht drum. Das hier ist das, glaube ich, das maximal technisch Machbare, was geht. Wir sprechen von Mountainbikes zum Beispiel, die wir auch filmen für 20.000 Euro. Das sind Sportgeräte. Das hier ist was für Liebhaber und es gibt ja auch Leute, die haben hart gearbeitet. Ist aber auch ein geiler Firmenwagen. Definitiv, also auch für Geschäftsleute geeignet. Du kannst zu deinem Termin fahren, du hast eine richtige Dusche drin, eine große Dusche tatsächlich, das war wichtig. Mit Regendusche integriert, du hast Fußbodenheizung, also du hast ein fahrendes Hotel dabei mit zwei großen 1,40er Betten. 2 Meter. Und Feeling? Das ist super cool. Das ist wahrscheinlich Kunststoff, oder was ist das? Nee, das ist die Spezialbeschichtung. Die Spezialbeschichtung? 2 KPU-Beschichtung mit einem Gummianteil, die speziell gehärtet wird und einem sehr, sehr aufwendigen technischen Verfahren aufgespritzt wird. Für die Ewigkeit? Ja, tatsächlich, wenn da Fehler passieren, dann kann man das Bauteil wegschmeißen. So, ihr habt natürlich, weil das auch geländefähig ist, das Fahrwerk ein bisschen modifiziert und hat eine 360-Grad-Kamera drin? Genau, wir haben eine 360-Grad-Kamera, die in das Radio auch integriert ist. Das haben wir mit aufwendig umgearbeitet, weil es natürlich schwierig ist, da ein neues Radio einzubauen, weil die ganze Bordtechnik, der Notruf und alles hängt da alles mit drin. Sprich, wir haben sehr, sehr viel Aufwand betrieben, dieses Radio einzubauen. Plus unsere eigene Steuerung ist auch vorne übers Basisfahrzeug im Prinzip steuerbar. Die Integration dieses Scheinwerfers ist maximal, finde ich. Ja, unser schöner Carbon Lightbar, finde ich auch mega geil. Carbon. Der ist auch aus Carbon, ja. Also wir haben am Carbon nicht gespart. Also man muss sagen, ihr habt eine Spezialfabrik in Taiwan. Die sind ja die Spezialisten für Carbon. Da lasst ihr alles fertigen, oder? Nee, tatsächlich. Also das Dach bauen wir zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Materialforschung. Und den Rest bauen wir tatsächlich alles selber. Okay, das heißt, das Ding ist hochsteif. Und ich nehme an, auch der Möbelbau wird sich kaum noch bewegen, weil das Carbon obendrauf, das stabilisiert das Fahrzeug sogar, oder? Genau, also wir haben 5 Tonnen Traglast auf dem Dach. Also 2 Elefanten passen entspannt drauf. 5 Tonnen? Ja, 5 Tonnen Traglast. Da kannst du gerade drauf schauen. Also ich kann schon draufsteigen, ja? Ich hoffe das auch, okay. Locker, denke ich. Und auch die Steifigkeit von dem in der Verwindung ist Faktor 500 zum Originaldach. Ist das mega. Faktor 500. Genau. Ich weiß das nämlich, man kann anhand der Carbonfasern ja auswählen, wie die auch zum Beispiel vernetzt sind, praktisch welche Carbonfasern ihr nehmt. Und das ist alles ein Geheimnis, das baust du nicht nebenbei, oder? Nee. Da läuft tatsächlich viel, viel Arbeit rein, das zu machen. Und es ist auch eine Sandwich-Konstruktion, die direkt auch nahtlos isoliert. Also wir haben eine dicke Isolierung drin und durch diese Sandwich-Konstruktion haben wir auch diese hohe Steifigkeit. Du bist das Highlight hier auf der Messe, das hast du wahrscheinlich schon gemerkt, aber man muss auch sagen, dass das Produkt ist stark erklärungsbedürftig. Das heißt also, das ist ja ultra, ultra Leichtbau, quasi vergleichbar und da hat unsere Bundesregierung dir keinen Gefallen getan. Mit 3,5 Tonnen ist die Messlatte extrem niedrig, das ist nur in Europa so. Du hast also in allen anderen Ländern gar kein Problem, aber hier in Europa 3,5 Tonnen und du kennst das aus der Raumfahrt, da zählt jedes Kilo. Ja, genau und das haben wir tatsächlich, wir haben extrem viele Streitgespräche während der Entwicklung des Fahrzeugs geführt. Einfach um jedes Gramm einzusparen, aber an den richtigen Stellen. Also da gab es viele, viele große Streits, wo wir hart diskutiert haben, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. So, das Fenster ist noch aus Kunststoff. Ja und nein. Ja und nein. Das Fenster ist spezial beschichtet, dass es kratzfest ist. Echt? Ja. Hast du mal einen Schlüssel da? Oder die Diamantwerkzeug? Nein, das ist ja wichtig. Es soll ja
Es soll ja auch ein bisschen Patina kriegen, das wird hier schwer bei dem Auto. Bauzeit von dem, also Prototyp ist immer länger? Genau, Prototyp war ein bisschen länger, also wir gehen davon aus, dass wir ein halbes Jahr Bauzeit pro Fahrzeug haben. Oben die Fenster sind übrigens Glas, also Echtglasfenster wegen Schallisolierung, damit, wenn man oben drin schläft, auch in Städten keine Probleme kriegt. Du arbeitest normalerweise in der Logistik Amazon. Das heißt, du bist also täglich damit beschäftigt, die Kartons einzupacken. Nach den 8 Stunden, wenn du hart gearbeitet hast, dann gehst du in deine Werkstatt und baust das nebenbei. Spaß beiseite, wie ist das zu finanzieren, so ein Projekt? Weil du musst ja jahrelang forschen. Tatsächlich war es nicht ganz günstig, das Auto zu bauen. Das möchte ich aber nicht verraten. Okay, das ist, man muss fest an die Zukunft glauben bei dem Projekt, oder? Genau, also tatsächlich waren wir immer davon überzeugt, dass wir das schaffen. Also es ging damals los, dass wir beschlossen haben, wir machen das jetzt, mein Geschäftspartner und ich. Und wir haben gesagt, gut, so schwer wird es nicht sein, in einem Jahr ist das fertig. Das ist jetzt 3,5 Jahre her, dass wir das gemacht haben. Das glaube ich dir. Also das ist so ein Projekt aus der Pandemie so ein bisschen, oder wie? Genau. Also wir waren zusammen im Urlaub. Er hat sich über die Technik aufgeregt in den Fahrzeugen. Ich bin mal wieder stecken geblieben und habe gesagt, ich will jetzt endlich ein Allradfahrzeug für 4 Leute, was autark ist. Und dann haben wir gesagt, ja, gegoogelt und haben gefunden, ja, nee, geht nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, bauen wir selbst. Und daraufhin war der Urlaub gelaufen. Meine Frau hasst mich immer noch für diesen Urlaub, denn der war dann vorbei. So, ihr habt natürlich auch die entsprechende Dieselheizung habt ihr beschichtet. Ja. Da ist ein Truma Diesel drin. Da gibt es auch nichts Besseres, muss man sagen. Also wenn man ein Weltreisekonzept, du kannst ja gegenüber gucken, Bimobil hat eine Truma Diesel drin. Ja. Das ist einfach erprobt. Genau. Das funktioniert. Ja, genau, das funktioniert. Und tatsächlich gibt es auch keine ernsthafte Alternative, wenn man gasfrei sein will. Ja. Und hier ist halt die D6e drin und ich bin mit der mega zufrieden, auch in unserem Vorprototypen, wo wir die ganzen Systeme, die wir entwickelt haben, getestet haben. Von daher kam die hier auch rein, allerdings wieder ein bisschen modifiziert. So, das heißt, man kann sie mittlerweile mit einem Bussystem ansteuern. Das ist jetzt offen, das Protokoll. Und wenn du sie steuern willst, man kann mittlerweile fast alles steuern. Im Prinzip vom Max-Fan bis zum was weiß ich. Aber hier auf dem Auto hier drauf, ich nehme an, auch für das Thema Lüftung habt ihr natürlich unglaublich viele Klappen. Es gibt auch ein Lüftungssystem hier drin. Genau, also wir haben ein Klimasystem, wir haben ein Lüftungssystem, was man durchgehend benutzen kann. Durch die große Batterie haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Klimaanlage auch ohne Landstrom zu benutzen. Wir haben 800 Watt Solar auf dem Dach, wir haben 1200 Amperestunden Lithium Unterflur. Nochmal, wie viel? 1200. Im Kastenwagen, der 3 Tonnen wiegt? Genau. 1200 Lithium, das sind 110 Kilo. Ja. Ungefähr. Grob, also 107,8 Kilo sind es effektiv. Ich bin so gut, Jan. Gut geschätzt. Ja. Und ich habe auch die Höhe gut geschätzt. Also ich muss sagen, das ist ja jetzt eine Höhe, bei der es dir ziemlich egal ist, hier bei dieser Beschichtung, ob du jetzt eine Palme noch erwischst. Du musst ja nur die Palmen beiseite schieben in Algerien. Ja, genau. Und das Dach ist außen an der Seite auch nochmal Kevlar verstärkt, an den Kanten, dass es keine Schäden kriegt. So, wenn du jetzt nach Algerien fährst, dann musst du ja dort an der Grenze eine Sicherheit des Fahrzeugpreises hinterlegen. Das macht normalerweise die Rückversicherung der ADAC. Hast du das schon mal probiert bei 890.000 Euro? Tatsächlich aktuell noch nicht. Das ist witzig, oder? Ja, okay, das ist... Da gibt es nämlich eine Canede-Passage und du musst quasi, damit du das Auto auch wieder mitbringst, weil du könntest es ja verkaufen, dir den Gewinn einstecken und wieder abhauen, ja, mit dem Flugzeug, muss eine Summe hinterlegt werden für die Durchfahrt. Hast du gewusst? Nee, das ist mir neu. Abgefahren. Es ist wirklich so, ist abgefahren, ja. Das machen ganz viele Länder. Ja, da hast du eine schöne Dose verbaut, die kenne ich schon. Aus den meisten Rettungsfahrzeugen gibt es auch zum Rausschießen. Was ist das für ein Hersteller? Das ist eine Melfbox. Und bin ich tatsächlich mega zufrieden auch mit. Vor allem der Magnetverschluss, dass man nicht hängen bleibt, ist halt nicht so hakelig und man kriegt es nicht ab. Du fährst los, du kennst die Bilder an der Tankstelle. Was macht man damit? Also das ist Außenstromanschluss und das Problem ist ja immer, du fährst los, du hast es doch vergessen. Ja? Und ist das schon passiert, ja. Ja. Und dann passiert normalerweise bei dem blauen Stecker was? Ja, der reißt halt ab und man kann nur hoffen, dass der Stecker abreißt und nicht die Dose rausreißt und dann Wasser reinläuft. Ich habe es zum Glück nach einem halben Meter schon gemerkt. Okay. Ja. Sag mal, Du bist ja sehr, sehr zurückhaltend, was die Verarbeitung von Carbon angeht, darüber zu reden. Das wird im Ofen gebacken, so viel kann man sagen. Nee, es wird nicht im Ofen gebacken. Tatsächlich. Wie ist das denn? Darf man überhaupt darüber reden, wie das funktioniert mit Carbon? Tatsächlich haben wir eigene Fertigungsverfahren auch mitentwickelt.
Und deswegen machen wir das nicht. Aber was ist denn dein Job? Was machst du denn normalerweise? Ich zeig's mal gerade hier so, Tattoos und so. Ja. Das sieht aus wie beim Chaos Computer Club so ein bisschen. Nee, das ist tatsächlich mein Geschäftspartner. Der ist beim Chaos Computer Club. Der war auch gerade auf dem Treffen. Ja, der ist 37C3 in Hamburg. Genau. Und ich mache noch Carwrapping. Also ich habe eine Werbetechnikfirma. Gelernt bin ich aber eigentlich Kellner. Ja, habe ich mir gedacht. Jetzt ohne Witz, du bist halt hochgradig kommunikativ. Was ich auch geil finde, ist, du hast deinen Laden hier im Griff. Also hier darf niemand rein, ohne dass jemand mit dabei ist. Das habe ich eben gemerkt. Das ist ganz wichtig. Das ist erklärungsbedürftig. Hier darf jeder rein, der fragt, korrekt? Genau. Ja, genau. Jeder darf rein, der fragt. Wir nehmen uns dann auch gerne Zeit für die Leute, tatsächlich hier alles zu erklären. Dauert eine Weile. Und ich möchte eben nicht, dass hier... Also ich war schon auf vielen Messen und oftmals habe ich Dinge erlebt, dass... Die reißen da dran. Genau, die reißen an irgendwelchen Sachen. Klar, Sachen. Also mir sind schon Sachen geklaut worden auf Messen, Pokale, Preise von irgendwelchen Weltmeisterschaften, wo ich sage, okay, und das wollten wir hier nicht. Dafür ist der Wagen ein bisschen zu aufwendig produziert. Die Car-Rapper, also ich betreue ja auch einen Car-Rapper aus Saarbrücken. Also der, wo wir, das sind echte Künstler, muss man sagen. Genauso wie du Künstler bist mit deinen Halsbändern und entsprechend Kirschnast in Lettland, sind Car-Rapper auch Leute, die das Design ein bisschen im Blick haben möchten. Das heißt, du hast eben eine Sache am Anfang gesagt. Es muss leicht sein, es muss geil sein. Genau. Es muss leicht und es muss geil sein und es muss bis ins Detail perfekt sein nachher. Es ist natürlich hier noch ein Prototyp, sprich, wir sind hier noch nicht perfekt, aber ich habe höchste Ansprüche an dem, was wir nachher liefern wollen. So, und das heißt, ihr probiert das Ganze aus in der Fläche, genau. Dann sieht man sehr schön die Schlösser allein, das sind Schlösser aus dem Auto. Das heißt, die kannst du 10.000 Mal zuschlagen. Genau. Also wir haben hier wollten das Original-Schlosssystem verbauen. Erstens, dass du halt nicht irgendwelche separaten, also ich mag es sehr, sehr clean, deswegen ist das hier auch hinter dem Nummernschild versteckt. Ach so, da ist das Nummernschild? Genau, das ist das Nummernschild. Darf ich das mal sehen, kurz, oder? Ja, es ist eine rote Nummer drauf. Genau, da ist das Nummernschild. Und das hält dann nachher magnetisch oben. Ist das mega! Und hier ist auch die Wasserbefüllung, also Frischwasserbefüllung, Abwassertankbefüllung. Wir können den Abwassertank befüllen. Ah, okay, zum Spülen. Nee. Tatsächlich ist es dafür da, um das Filtersystem zu nutzen. Okay. Also wenn du in die Wüste fährst, kannst du hier 200 Liter Wasser mitnehmen, weil da ist dir tatsächlich die Zuladung dann Wurst. Also in der Nochmal, du kannst egal, was du findest, da reinfüllen und hast ein spezielles Umkehr-Osmose-System, mit dem du erst über einen Grobfilter, über Feinfilter das anschließend trinken kannst. Genau. Also wir haben ein Osmose-Filtersystem mit noch zwei separaten Filtern drin. Das geht dann in den Frischwassertank wieder. Das kann ich auch digital gesteuert Kreislauf steuern. Geht nicht ewig. Nee, 1800 Liter kriegen wir raus. Also nochmal, du kannst sogar die Fäkalien kannst du durch das System schicken. Da tun sich viele schwer, aber es würde gehen. Theoretisch ja. Empfehlen würde ich es tatsächlich nicht. Wahrscheinlich besser als gar kein Wasser. Ne? Aber, genau. Ja. Also es ist so, du kannst da reinschicken, was du willst. Und das Wasser, das Grauwasser, was wir normal wegkippen, was so riecht nach Spülmittel, das kennst du immer so ein bisschen, was so riecht aus der Kläranlage, weil da eben schon Bakterien anfangen zu zersetzen. Das kannst du wieder filtern und wieder trinken. Finde ich super. Also ja. Das heißt, du kannst auch duschen, bis der Arzt kommt. Genau, du kannst hier, also okay. die Originalidee kommt daher, wir wollten eine Kreislaufdusche. Weil mein Geschäftsführer hat gesagt, er will eine Stunde in dem Auto duschen können und zwar ohne Probleme. Haben wir tatsächlich fast hingekriegt, indem wir eine eigene Regendusche entwickelt haben, die mit 2,1 Liter in der Minute im Prinzip Regenfeeling erzeugt. 2,1 Liter in der Minute? Ja. Ja, wir haben einen Ingenieur, der hat 4 Monate an dieser Dusche gearbeitet. 2,1? 2,1. Die musst du im Rollout in ganz Deutschland liefern? Vielleicht mal gucken. Aber das ist tatsächlich, das hat meine Frau getestet. Die hat sehr, sehr krause Haare und hat gesagt, das muss funktionieren, dass sie ihre Haare damit waschen kann. Und da kommt die Idee her. Und dann irgendwann sind wir davon weggekommen, weil der Energieverlust im Prozess zu hoch war. Und haben gesagt, okay, aber was wir machen können ist, dass wir eine zweite Filteranlage einbauen und noch eine dritte und noch eine... Also nee, wir haben 3 Filteranlagen effektiv. Die dann dafür sorgen, dass ich trotzdem immer wieder Wasser habe. Und jetzt kann einer duschen, danach kann der nächste duschen. Und das ist mega. Also ich habe das System gesehen. Man muss es auch schon mal reinigen, den Vorfilter. Man kommt da gut ran an die Vorfilter? Ja, der Vorfilter ist hier direkt an der Seite verbaut. Da fehlt aktuell noch eine Klappe. Also ich zeig mal was. Also für einen Prototypen sieht das super aus. Ihr habt auch hier Hand gefilzt. Aber ich darf mal auf eins verweisen, Jan. Komm mal bitte her. Stopp. Du stehst schon davor. Ja? Guck dir mal die Materialdicke von der Tür an. Oh. Ist mir gar nicht aufgefallen, wie dünn die ist. Hä? Ja, das ist Carbon. Und das funktioniert dann auch, dass es geräuscharm ist? Also das ist eine Carbon-Sandwich-Konstruktion wieder. Das ist hochsteif und auch geräuscharm. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, unten mal anfasst und dann ungefähr einen Meter höher mal anfasst und das mal versuchst, mal ein bisschen zu verwinden.
Das mal ein kleines bisschen. Und du kennst das bei Alu, was jetzt passieren würde? Ja, das würde sich jetzt schön durchbiegen. Du bist gerade dran, das zu verwenden, korrekt? Hier drückt? Ja. Nee. Also. Wie geil. Das ist ja unglaublich. Ja. Deswegen kann man hier dann auch schön... Ist das da dein Kollege da? Das ist unser ITler. Das ist der ITler. Das ist der normal ist in Hamburg wäre. Nee, das ist nicht der normalerweise in Hamburg ist. Ich glaube, er wäre auch gerne gewesen. Aber genau, das ist unser ITler. Der macht Elektrik, Programmierung und alles, wo man ihn draufwirft. Ich komme ja aus der IT bei uns. Also ich bin der Arsch, der dann am Schluss die ganzen iPhones jetzt ausgesperrt hat seit Operation Triangulation. Du kennst es? Das Problem kenne ich ja. Also bitte guck mal nach Operation Triangulation. Ihr werdet anschließend euer iPhone nicht mehr anschalten. Im Moment zumindest nicht. Apple ist da noch was schuldig. Also die sind sehr leise im Moment. Ja, ich bin gespannt, was kommt tatsächlich. Also es betrifft alle iPhones, iPads und so weiter und so fort. Man kann von außen mit einer stillen iMessage, was hast du in der Hand? Ich habe da ein iPhone. Ich bin jetzt gerade sehr gespannt. Also du kannst jederzeit, wenn also Leute genug Geld für dich bezahlt haben, jetzt deine Geheimnisse wissen, schicken die dir im Prinzip eine iMessage mit einer PDF. In der PDF ist ein 8-stufiges Verfahren, mit dem du geprüft wirst, ob du auch du bist. Ja. Wenn du bist und hast das drauf, wird vollautomatisiert am Ende des Tages eine Malware installiert, mit der du komplett ausgehorcht wirst mit allen drum und dran. Dagegen gibt es im Moment keinen Schutz. Abgefahren. Ohne, dass du es merkst. Okay, krass. Operation Triangulation 37C3 Chaos Computer Club gucken. Okay, werde ich wohl heute Abend tun. Kannst du Jan fragen. Kannst du Jan fragen. Ja, genau, Jan weiß Bescheid. Also ist hochinteressant und die meisten, weißt du, die ich sage, weißt du, ich erzähle denen das, dann sagen die Folgendes. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe einen Samsung, ich habe das Problem. Ich habe auch einen Samsung. Jan, du hast noch einen Apple. Okay, anderes Thema, wir sind ja hier beim Auto. Wichtig ist IT, ihr könnt das ganze Ding wahrscheinlich über entsprechende Modems, LTE, 5G, was weiß ich, alles ansteuern. Ja, da sind wir noch gerade dran, da kümmert sich der zweite Chef darum. Der ist, was Security betrifft, einfach die bessere Ansprechperson. Ich selber bin eher für die Elektronik zuständig an der Stelle und sorge dafür, dass die Sachen erstmal funktionieren. Und Friedel bindet das Ganze dann ein und kümmert sich darum, dass die ganzen Sachen sicher nach draußen gehen, weil das ist ein ernsthaftes Problem und da muss man drauf achten. Ja. Es geht ja auch darum, dass das Ding eben nicht ausspioniert werden kann. Also da sind Leute dahinter, die kennen sich aus im Bereich Linux, wissen, was man verwenden kann, ohne eben die typischen Embedded-Systeme, die ja extrem angreifbar sind, meistens keine Updates kriegen, das kennst du selber. Das ist also ein Riesenproblem. Ja, genau. Also im Moment haben wir einen Raspberry Pi drin und das läuft ein Linux-System drauf, das ist richtig. Auf dem läuft Home Assistant, das ist eine Open-Source-Software. Das heißt, der Vorteil ist, du hast einen Haufen Leute, die ein Interesse daran haben, dass das Zeug sicher ist. Ja? Das ist im Moment das Herangehen, ja. Da wird aber noch viel passieren, denke ich. Wichtig ist auch EMV. Am Ende des Tages immer die Zulassung, wenn sowas eingebaut wird in Kraftfahrzeuge, braucht man ja eine Zulassung. Im Moment ist es noch ein Prototyp. Also das ist so, dass meistens die Leute immer denken, sowas kommt aus Amerika, nur die Amerikaner können so geilen Scheiß. Nein, ihr aus Deutschland, aus Freiburg, ich glaube es ja gar nicht. Also das ist ja unglaublich. Die Stadt der 1000 Flüsse in der Stadt, oder? Ja, genau. Also im Prinzip haben wir an der Stelle auch ein paar Leute vom Chaos Computer, die uns geholfen haben, wie man das Ganze richtig macht, dass man weiß, wo man ran muss. Ja. Und wir wissen schon, wo wir hin müssen, um die Sachen sauber abnehmen zu lassen. Okay, wie ist denn dein Name? Benedikt. Benedikt. So, jo, wir gehen mal weiter. Wir müssen, sag mal, ist hier links noch eine Tür eigentlich? Ja, genau, da ist noch eine Tür. Echt? Ja. Da ist innen ein Knopf, die ist separat, weil hier muss man theoretisch nicht so oft ran. Hier kann man nasse Klamotten trocknen. Also aber ich kann das Carbon, ich kann sehen, das Carbon. Genau, hier sieht man jetzt schön das Carbon. Hier kannst du Skisachen, Wetsuits, Handtücher trocknen, wenn sie nicht außen am Auto hängen sollen oder du einfach ein bisschen Platz im Bad haben willst. Sehr cool. Also das muss jetzt auch nicht isoliert sein so heftig, weil es darf ja. Ist es? Genau, das ist, ist das Sandwich hier drin? Genau, das ist isoliert. Nochmal, in diesem dünnen, das ist hier aufgetragen, das ist... Isolation drin, richtig. Was? Achso, da genau, wirst du nicht drüber reden. So, ich zeig mal gerade, ihr habt... Der Raum ist belüftet, ja. Oben ist Abluft drin, die sieht man jetzt nicht, die ist in der Innenseite. Und hier kommst du natürlich auch vom Bad rein. Das Ganze habt ihr ja wahrscheinlich zunächst mal am Rechner konstruiert, ja. Oder habt ihr... Das ist alles im CAD gebaut und dann in dann stopp, nicht zumachen. Ich muss mal auf diese Konstruktion, aber sprich ruhig mal weiter. Genau. Also das ist alles im CAD gebaut, konstruiert, dann getestet in mehreren Versionen. Also das ist jetzt Prototypen Version 2 vom Möbelbau.
Und jetzt kommt bald Version 3, die finale Version rein. Also wir haben erst eine MDF-Version drin gehabt, um zu gucken, wie ist das Raumgefühl. Danach haben wir eine jetzt finale Oberflächenversion drin, um zu gucken, wie ist das Design. Und jetzt, die wird jetzt nochmal überarbeitet, dass hinterher wirklich alles final perfekt passt, alle Schubladen sauber laufen und alles wirklich so ist, wie man das in einem Fahrzeug in der Klasse erwarten würde. Du meinst halt ernst hier alles, oder? Du willst mit dem Ding, also ich kann mir vorstellen, auch Leute, die Kohle haben, ich meine, ich sag mal, eben meine Millionen ist ja auch nicht so, aber es gibt viele Leute, die sagen, ich will einen geilen Scheiß im Yachtbereich. Also nehmen wir das ja, also ich sag mal, ein hochwertiges Beiboot, die Boot fängt ja jetzt an, da geht's ja hier gerade erst los. Also das hier ist ja eine Yacht quasi mit Hightech, also ein Rennwagen, super leicht, du kannst so schnell fahren, wie du willst, das kommt ja mit hinzu. Ja, nee, nicht ganz. Er hebt ab, oder? Ja, nee, das, so leicht ist er dann auch wieder nicht und ja, das kommt aus der Luftfahrttechnik, das Dach, aber abheben tun wir nicht. Okay, sehr schön. Was ist hier drunter? Da ist eine Trockentrenntoilette drin. Ich wollte mit dem Eimer nicht mehr durchs Bad laufen und durchs Auto und deswegen ist der von hier hinten zugänglich. Hast du selber gebaut die? Ja. Das ist ja, alles selber konstruiert, genauso wie die Trockentrenntoilette. Die sehen wir dann gleich von innen, die ist auch vielleicht nicht ganz unspannend. Jetzt mal eine Frage, das kommt aus dem 3D-Drucker, das Ding? Genau, das ist tatsächlich einfach 3D-Druck, Carbon, PETG. Warte, ich zeig mal, auch hier vorne, 3D-Druck, Carbon. Genau, ja, das ist ein PETG-Carbon-Gemisch. Weiß, kenne ich ja. Es gibt ja auch Fahrräder, die jetzt so ausgedruckt werden. Ja. Das gibt es Spezialisten für. Genau, wir haben viele lustige kleine Carbon-Drucker und auch Großformat-Carbon-Drucker, womit wir auch zum Beispiel Einzelteile bauen können. Da darf ich mal eine Kleinigkeit zeigen, die dich unglaublich stark beschreibt. Gerne. Komm mal mit. Ah, das sind tatsächlich nicht meine. Ich trinke keinen Red Bull. Es ist wahr, aber nur. Ich bin von Natur aus so. Ich bin der Schokoriegelmann. Zeig mal bitte. Das ist meine Schublade. Ach, wie geil. Das sind die Riegel. Ach, du hast die geilen Robert. Ja. Das ist, das gibt Energie. Ich feiere dich. Also du brauchst hier viel Energie bei dem Projekt, oder? Ja, ich bin so ein Eichhörnchen im Normalfall. Wenn ich noch Red Bull trinke, das ist nicht gut. Ab durch die Hecke? Ja, genau, das bist du. Genau. Ab durch die Hecke. Ab durch die Hecke. Aber auch hier wieder das Schloss. Ihr habt das ausgedruckt, dass es auf den, ich sag mal, Millimeter genau passt. Genau. Und sowas kriegst du nicht von der Stange. Nee, da ist tatsächlich viel Arbeit reingeflossen, dass das auch nachher hier in der Carbon-Konstruktion passt, dass die ganzen Entlüftungen von dem Unterflur-Tanksystem auch da durchlaufen. Genau. Blöde Frage, ist das hier ein Fuchs? Wurden wir schon oft gefragt. Tatsächlich haben wir mittlerweile im Social Media auch einen Fuchs als Icon mit drin. Aber eigentlich ist es ein Waymark, also ein Punkt, wo bin ich gerade. Ah, okay, das ist im Prinzip auf Google Maps so ein Pfeil. Genau, so ein Pfeil hier. Wie nennt man das? Raymark? Waymark, ja. Waymark, okay, verstanden. So, das Einzige, was hier übrigens noch original ist, habe ich das Gefühl, ist das Rücklicht oder habt ihr das auch modifiziert? Nee, das ist tatsächlich einfach das Rücklicht. Ja, weil viele gehen hin, modifizieren das Rücklicht, weil die meisten Angriffe auf die Fahrzeugelektronik passieren übers Rücklicht. Echt? Ja. Weil da der CAN-Bus läuft und du kannst es ausbauen, kannst dich dann anschließen und dann anschließend die Steuerelektronik lahmlegen. Wenn da keine Firewall dazwischen geschaltet ist, eine CAN-Bus-Firewall. Aber das werden jetzt die Spezialisten, das war jetzt too much Tech-Talk. Im Moment ist es so. Das wissen die anderen beiden Jungs, also die sind da. Das glaube ich dir. Also da bin ich tatsächlich raus. Ich bin mehr so der physikalischen Probleme. So, du hast Folgendes gemacht. Du bist ja Folierer. Das heißt, du kannst solche Markisen in egal welcher Farbe produzieren. Theoretisch ja, aber tatsächlich kamen die in schwarz und wir haben die Teile lackiert und sie mit einem Motor. Ah nee, also gibt es auch original mit Motor, aber das mussten wir, glaube ich, umbauen, weil sie nicht lieferbar war. Genau. Ich bin irgendwie an der Tür hängen geblieben. Die ist so leichtgängig. Ja, das ist die ganze Zeit. Das sind spezielle Scharniere. Das sind Aluminiumscharniere, die in der Konstruktion extrem aufwendig sind. Das ist tatsächlich das Beste, was wir gefunden haben. Wir haben verschiedenste gegeneinander ausprobiert. Und genau. Oh, da muss ich noch eine Abdeckung draufsetzen, sehe ich gerade. Du, das ist mitgenommen. Das ist mir so egal. Da also ich die Kühlschranklüftung raus. Du kriegst heute von der Jan, also normalerweise, also bei den Konzepten, die wir heute filmen, sind alle eine Eins. Also muss man schon sagen. Ich habe es noch nicht von innen gesehen. Ich habe du kriegst ja, so als Frau. Das erste, was ich gesehen habe, blau ums Auto rum. Kann ich die Farbe ändern? Ja. Das ist komplett RGB. Ohne Warmweiß, aber man kann im Prinzip voll beleuchten und drumherum, aber cool. Farben kann man einstellen, komplett. Auch die Innenraumbeleuchtung geht komplett. Auch die Dachbeleuchtung. Ich habe einen Sternenhimmel gesehen.
So, ganz wichtig, wir müssen jetzt mal auffordern, weil es gibt ein neues Feature bei YouTube und YouTube hat ja KI, die können ja sowieso alles, was wir sagen, wird automatisch verteckt und vertext. Und jetzt gibt es eine neue Funktion, wenn wir sagen, abonniert German Television, ist jetzt ein regenbogenfarbiger Kreis um das Abo-Ding drumherum. Und jetzt sag mal bitte, like dieses Video. Und jetzt ist der Like-Button regenbogenfarben untersehen, da müsst ihr nur drauf drücken. Ja, den Scheiß müssen wir auch noch machen, aber der witzig. Ist ganz neu seit 3 Tagen. Wir sind einer der neuen Kanäle, wo es freigeschaltet ist und wir testen das gerade. Und das ist ziemlich cool, wenn du das sagst, weil die Leute, die raffen ja nicht viel. Sag mal hier, die Tür, ist das die Originaltür? Das ist aktuell noch die Originaltür. Wir überlegen, ob wir sie tauschen. Es ist auch schon in Vorbereitung, die Formbau zu machen und alles. Ist noch in der Überlegung. Sag mal, bist du Multimillionär? Oder? Nee. Wie finanziert man so ein Projekt? Das habe ich schon gesagt, verrate ich nicht. Verrätst du nicht, okay. In der heutigen Zeit. Also, ich finde dich cool, denn du hast hier einen Rahmenschutz eingebaut, der ist ziemlich cool. Ja, der ist auf beiden Seiten. Also tatsächlich auf der anderen Seite auch mit der Trittstufe, damit man oben an die Airline-Schienen kommt und die Surfboards ordentlich abladen. Auf der anderen Seite sind Airline-Schienen oben gewesen. Mhm. Kann man super sauber Surfboards abladen. Genau. Und eine Trittstufe wollte ich, die immer rausfährt, dass du halt nichts unterm Auto hast, wo du hängen bleibst. Weil ich habe mir mein erstes Wohnmobil habe ich mir tatsächlich geliehen und habe die Trittstufe, glaube ich, in der einen Woche 4-mal angefahren. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Boah, ist der geil. Der einzige Haken ist echt, dass du nur die Ecke bekommen hast. Du hast ja eins freigestellt, aber man müsste ihn eigentlich 360 Grad mal zeigen. Ich glaube, ich befürchte, wir werden mal zu euch kommen und werden mal ein bisschen zeigen. Da musst du vorher natürlich sagen, was wir nicht filmen dürfen, das Ganze. Hat der Namen jetzt, wie heißt der? Wie soll ich euch nennen? Vanix. Wir sind Vanix. Genau. Vanix. Ich zeige es mal gerade. Wenn man das googelt, dann findet man uns auch. Findet euch. Okay. Vanix.io ist Webadresse, Social Media, findet man unter Vanix.io. Ich glaube, ich spinne. Du bist mein Zeuge, ich habe es noch nicht von innen gesehen. Ja. Ich habe auch kein Video bisher vorher gesehen. Das ist ein 4-Personen-Fahrzeug mit 3 Tonnen. Das ist Leder. Was? Ja, alle Oberflächen im Auto sind echt Stein, echt Holz oder echt Leder. Abgesehen vom Alcantara, ich weiß, das ist kein Echtleder, und ein bisschen Teppich, ist das echt Stein, echt Holz oder echt Leder. Man sieht es, wenn man ganz nah rangeht, sieht man auch die... Genau. Ja, wir sind jetzt natürlich schon ein paar Tage auf der Messe und viele Leute fassen es an, das sieht man langsam. Wir müssen es sauber machen, genau. Das haben wir tatsächlich noch nicht geschafft, weil wir die 2 Tage gerade nur zu zweit sind, also gestern und heute. Morgen sind wir wieder mehr Leute, dann können wir auch mal wieder richtig sauber machen. Aber Leder ist ein geiles Material, das heißt, das kriegt eine Patina, das hält ewig. Genau. Es atmet, man muss ein bisschen pflegen. Mhm. Klar, genauso wie die Holzoberflächen. Die sind halt lackiert. Man kann sie auch einmal abschleifen oder zweimal. Speziell auf den Arbeitsflächen und Co. haben wir darauf geachtet, dass es möglichst dick ist vom Furnier her und lackiert. Genau, dass es auch wirklich lange hält und qualitativ und so hochwertig wie möglich ist. Sag mal, die Fahrzeuglänge ist 6 Meter. 6 Meter? Genau, 6 Meter haben wir hier. Wir haben Sitzheizung vorne, hinten. Also Beifahrer hinten haben auch Sitzheizung. Was habt ihr hier für den Boden reingemacht? Das ist unsere Fußbodenheizung. Auf Luftbasis. Die hängt direkt an der Truma, an beiden. Also sie kann kühlen. Nochmal, das heißt, ihr habt den Zwischenboden. Genau, also nee, das ist tatsächlich ungefähr bis hier. Also hier ist drunter Blech, bis hier irgendwo. Allrad. Das ist unsere, genau, Allrad. Und das ist unsere Bodenkonstruktion. Die hat eine integrierte Fußbodenheizung auf Luftbasis. Ja, wo auch sehr viel in Entwicklungsarbeit reinging. Sprich, ich kann den Boden heizen und kühlen. Ist das mega. Ja. Wir schlafen ja beide gerade im Alkoven und das ist meine Tochter nicht, dass die Leute sagen hier, wir wurden beide unseren Familien entrissen, sowohl meiner als auch deiner und sind jetzt 11 Tage hier auf der Messe unterwegs und das hier ist das Schärfste, was wir je gesehen haben auf der Messe. Also ich habe ja viele Konzepte gesehen, Schuhmacher und was weiß ich, so bling bling und so. Das hier ist aber... Das ist nicht unter 3,5 Tonnen für 4 Personen. Es ist... Ist es. Wir haben den Wagen tatsächlich auf der Waage gebaut. Ach so, der stand permanent auf der Waage? Nicht permanent, weil wir mussten leider immer wieder runternehmen. Aber wir haben ihn immer wieder auf der Waage gehabt und immer wieder nachgemessen. Und wir sind hier gerade tatsächlich knapp über 3,5 Tonnen, weil es Teile gibt, die ja noch ersetzt werden aus dem Möbelbau. Aber nicht leer über 3,5? Nee. Also mit Fahrer und... Mit Diesel kommen wir aktuell auf, ich glaube, 70 Kilo mehr.
Das sind aber tatsächlich Möbelbauteile, die jetzt in der finalen Möbelbauversion ausgetauscht werden gegen Leichtbauteile. Also zum Beispiel diese schwarzen Rahmen sind aktuell noch MDF-Platten und auch Wandpaneele sind für die perfekte Schraubpunktfindung. Achso, ihr habt die quasi erstmal eingebaut, damit ihr sehen könnt, muss erstmal rein. Also wir haben erst MDF hier drin gehabt, jetzt haben wir in den richtigen Oberflächen, teilweise auch schon mit den richtigen Hölzern den Möbelbau drin. Und jetzt gerade ist in der Vorbereitung die finale Version, wo dann alle Schraublöcher und alles passen, perfekt auf das Auto zugeschnitten. Und dann ist er nochmal leichter. Darf ich mal was zeigen? Ja. Hier vorne ist Tiger Expert. Ja. Wir sind natürlich, Abenteuerrad sind wir auch. Da seid ihr auch dieses Jahr? Ich muss mal gucken. So, hier vorne ist zum Beispiel so ein Druckteil. Das habt ihr mal eben selber gedruckt. Hier steht ein Lötkolben. Ich darf das mal zeigen. Ein schöner, guter alter Weller. Ja. Das heißt... Wir wollten heute eigentlich noch was zusammenlöten, was uns kaputt gegangen ist. Wir haben hier einen Smart-Knob, der nachher die Steuerung im Auto übernehmen soll. Der ist uns leider kaputt gegangen, als wir ihn einbauen wollten. Er geht? Er geht. Sobald die Platte da unten dran ist, will er nicht mehr. Okay. Irgendwie sind die Strain Gates zu... Also das ist im Prinzip ein haptischer Feedback-Knopf mit Display. Nochmal bitte. Das ist ein Knopf mit haptischem Feedback und Display. Also sprich, ich kann ihn, erkennt man so aus Mercedes, wenn du da drehst, dann hört es auf zu drehen, wenn das Menü fertig ist oder das klickt. Und das kann der Knopf auch, nur dass wir ein Display drauf haben. Und damit wird nachher das Fahrzeug gesteuert. Also kannst du Licht, lautstarke Anlage, alles mit steuern. Es geht darum natürlich, wie jetzt bin ich wieder mal ausnahmsweise positiv für Apple. Wir benutzen auch MacBooks, ja, fairerweise. Die Bedienung der Apple-Geräte ist schon sehr einfach. Ja. Und da wollt ihr auch hin. Das ist also in der Praxis, oder? iPad-Halter an der Wand mit Steuerung für also da. Da oben, ja, genau. Ich sehe es gerade. Alternativ Android, war Spaß. Nee, hier, hier vorne. Android ist auch. Radio ist Android. Wir haben ja das Radio getauscht und das läuft auf Android. So, hier vorne hast du Schalter, die kannst du frei belegen? Die können wir frei belegen. Tatsächlich ist das ein Klebeschalter, aber wir suchen noch nach der perfekten Position für die Schalter. Und wir ist das Funk oder wie? Das sind aktuell noch Funkschalter, ja. Die werden aber nachher verkabelt. Ich gehe davon aus aktuell, dass wir hier den Schalter montieren werden. Bitteschön. Das ist ja, cool. Das heißt, digital ausgelesen und ich kann im Prinzip auch von fern alles schalten. So, sehr schön. Das ist hier so ein Schalter, den hast du jetzt mal angeschlossen, dass man das sieht. Ich darf mal reingehen? Ja, gerne. Sehr schön. Achso, eine Kleinigkeit, was ist das hier? Das ist eine Abdeckklappe, die tatsächlich noch nicht ganz passt, weil wir noch Kabel anpassen müssen, von der Länge her. Und genau, aber das ist nachher hinterher der Ausschalter für die komplette Bordelektronik. Sprich, wenn ich hier rausgehe, dadurch, dass die Batterien im Unterboden hängen. Achso, du kannst sie komplett einmal lahmlegen. Du kannst alles komplett ausmachen. Okay. Frage: Habt ihr schon einen verkauft? Offiziell kann man ihn nicht kaufen. Also wir haben tatsächlich Interessenten, die sagen, sie wollen ihn kaufen, schon länger. Wir haben gesagt, wir wollen erst alle Versprechungen, die wir gemacht haben, einhalten können und auch getestet haben, bevor wir das Auto bestellbar machen. Sag mal, wie viele Leute standen hier und haben gesagt, ich nehme ihn gleich mit? Ich nehme gleich mit, tatsächlich keine. Okay. Es gab Leute, die gesagt haben, die haben sich 1,5, 2 Stunden, sogar einige, auch für die Vollversion, haben gesagt, ja, okay, ist interessant und sie möchten es sich nochmal in Ruhe angucken, weil das ist ja tatsächlich nichts, wo man sagt, hier nimmst du die 10 Euro. Aber tatsächlich haben wir Leute, die gesagt haben und auch schon Termine gemacht haben. Sag mal, ist das ja auch Carbon oder ist das Blech? Nee, das ist Blech. Das ist Blech. Das ist einfach gerade dreckig vom letzten Auto. Okay, alles ich habe. Wenn man die Tür ersetzt gegen eine Carbon-Tür, um wie viel Kilo wird es dann leichter? Die Tür hier wiegt 47 Kilo ohne Scharniere und ohne alles. Also die Hecktür wiegt 7,5 Kilo. Zu original, ich glaube 65, 70 Kilo. Du sparst 50 Kilo oder so? Genau, richtig. Echt? Ja. Das Dach ist auch, das komplette Dach ist, ich glaube, 7 Kilo schwerer als das Blech, was wir rausgeschnitten haben. 7 Kilo. Das ist natürlich geil für den Schwerpunkt. Die Wassertanks sind unten, das Ding fährt sich so wie normal, oder? Genau, also vor allem durch das Luftfahrwerk können wir im Straßenbereich tief fahren. Es fährt sich extrem stabil, dadurch, dass alles so tief wie möglich gebaut ist. So, komm mal mit. Thema, ich sag mal, Holzfarben in der Preisklasse. Kannst du, ich sag mal, die Holzfarbe, darüber könnt man reden. Ja, nein, also im Prinzip in der Vollversion sind alle Oberflächen konfigurierbar. Ich kann mir die Hölzer aussuchen, ich kann mir die Lederfarben aussuchen. Ich kann natürlich sagen, hey, ich bin Veganer, ich will kein echtes Leder, kein Problem. Ich kann mir die Steinoberflächen aussuchen. Das Bett wird auf die Gewichte und die Schlafbedürfnisse der Person eingestellt. Weil das Lattenrost ist natürlich auch aus Carbon, genauso wie die Abdeckung und alles. Sprich, wir können dort spezifisch einstellen, wie schwer ist die Person und wie möchte sie gerne das Lattenrost haben. Das Sternbild, kann ich mir das auswählen? Tatsächlich zum Teil.
Wir arbeiten dran. Ja, aber also es wird nachher digital LED gesteuert sein. Also ist es schon zum Teil. Deswegen haben wir auch überall verschiedene Lichter. Tatsächlich ist Programmierung dafür noch nicht fertig. Und, ihr müsst eine Video-Wall einbauen, eine ganz leichte. So eine ganz leichte. Also eine Video-Wall mit 700 Pixeln haben wir im Bad. Am Bad. Ja. Hab ich gesehen. Mhm. Ja. So, jetzt lass mich mal kurz gucken, was ich hier so alles sehe mit meinem geschulten Auge. Also das absolute Highlight, Jan, ist das Carbon, fast hätte ich gesagt, Scheißhaus. Also es ist Hammer, aber nicht nur das Klo ist aus Carbon. Guck mal, die Spüle. Ach, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ey, scheiß der Hund an. Das gibt es doch nicht. Geh mal bitte dahin, Jan. Ich krieg gleich ein Heft. Das ist, ihr habt eine Carbon-Spüle gebaut. Ja, genau. Aus Gewichtsgründen. Wir wollten keinen Edelstahl. Und das wiegt halt einfach, ich glaube, einen Sechstel von einem Edelstahlbecken. Ein Sechstel? Genau. Ist das auch robust? Ja, das ist sehr robust. Klär mich nochmal auf, Carbon. Mhm. In Sachen Nachhaltigkeit nicht so gut, aber das Auto hält ja ewig. So ist es tatsächlich konstruiert. Also wir wollten auch im Möbelbau und allem darauf achten, dass die Sachen auch wirklich lange halten. Also wir wollten keine billigen Konstruktionen, die nach 5 Jahren anfangen zu klappern und nach 10 Jahren rausfallen, sondern das ist wirklich alles hochwertigst verarbeitet. Du könntest ja auch GFK nehmen. Wie ist denn das Gewichtsverhältnis GFK zu Carbon? Weiß ich nicht aus dem Kopf, aber wäre vor allem das Stabilitätsverhältnis meine Besorgnis. Also tatsächlich würde ich lieber in Carbon bauen als CFK. So, ich GFK, ja. Hier vorne wird noch getestet. Ich liebe euch. Das heißt, allein die Aussage zu sagen, ja, gibt's noch nicht zu kaufen, haben wir mal hier hingestellt und so weiter. Ihr könnt prägen, wie ich sehe. Genau. Das heißt, ihr macht die Sitze aber nicht selber. Nee, wir haben einen Lederer, der macht das für uns. Natürlich nach unseren Vorstellungen in Kombination mit dem, weil er ist der die Erfahrung hat, was sieht gut aus. So ist hier so ziemlich alles beledert worden. Hat ja auch Isofix wenigstens. Ja, Isofix hat er leider nicht. Aber das hat Gewichtsgründe. Der Sitzblock selber wiegt nur, ich glaube, 24 Kilo. Okay, der wird ja auch getestet dann, Crashtest. Genau, der ist getestet und alles zugelassen, alles gut. Nur er hat halt tatsächlich keinen Isofix. Gut, kann ich überleben, weil ich kann ja den Maxi Cosi, wo du drin saßt, auch ohne Isofix festmachen, ja. Was lachst du denn so? Ich kenne sie schon ganz gut, ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe ja den Arsch abgewischt, ja. So viel kann ich sagen. Das ist schon 34 Jahre alt. Okay. Nee, es ist ja so, ich habe ja einen 11-jährigen Sohn und das ist total witzig, die eigene Tochter mal zu sehen. Sie ist Mediengestalterin Bild und Ton, steht da mal hinter der Kamera. Und da Simone leider krank ist im Moment, gute Besserung uns hier von unserer Sache. Du wirst bald gesund und dann bist du normal mit Simone unterwegs. Aber das hier ist ja schon allein schon das durchgehende Muster. Wer sich ein bisschen auskennt, bei Vario Mobil berichten wir ganz oft drüber, dass solche Furniere müssen ausgesucht werden. Und das habe ich noch gar nicht gesehen tatsächlich. Du willst nicht, nee, das ist doch... Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es muss das durchgehen von vorne. Wir waren ein bisschen im Stress vorher. Wir haben tatsächlich, das gab natürlich einen Plan, was wohin. Aber tatsächlich ist mir das noch nicht aufgefallen. Da hat irgendeiner zufälligerweise die richtige Reihenfolge gewählt. Ja, ich glaube, die haben gut gewürfelt. Ich merke schon, du bist Understatement pur. Also das durchgehende Muster, klar. Da, ich meine, es ist eh ein Baumstamm gewesen und dann kann man den auch nebeneinander legen. Aber es ist fein gemacht. Das ist alles Echtholz, kein Furnier. Also, oder ist es durchgehend? Oder? Also es ist eine Holzkonstruktion, eine Holzleichtbaukonstruktion mit einem Furnier drauf. Pappel oder was hat ihr denn? Verrate ich nicht. Gut. Gerne auch mal Pappel Multiplex. Ihr habt aber alle Kanten habt ihr versehen. Das heißt, dass, wenn es Multiplex wäre, was wir nicht wissen. Genau, was wir nicht wissen. Genau, also es ist alles furniert. Also natürlich in den Schränken jetzt hier in Schwarz. Kommt auch noch eine Beleuchtung rein, tatsächlich. Wie gesagt, wir haben am, ich glaube, Mitte Dezember haben wir die ersten Möbel bekommen. Und ja. Das heißt, ihr musstet alles neu denken, alles. Also vom Fenster, Spezialkonstruktion. Also wenn das geht, nehmen wir mal die Rolle da weg. Übrigens auch wieder hier Leder, Porsche-Leder, Alcantara, wie das ganze Fahrzeug vorne. Ist übrigens auch alles nachisoliert. Also wir haben, um ein möglichst laufruhiges Fahrzeug zu bekommen, hier alles komplett nachisoliert. Und natürlich hat das auch isolationstechnisch für Temperatur viele Vorteile. Das heißt, Alubutyl ist dein Erzfeind hier? Haben wir nicht tatsächlich. Wir haben kein Alubutyl drin. Er lacht. Warum lachst du?
Es wiegt halt viel. Genau. Ich werde schon für 2 Quadrat mehr Kabelquerschnitt. So, muss das sein? Okay, das heißt, ihr arbeitet natürlich hier mit 48 Volt, oder? Nee, tatsächlich nicht. Wir sind im Moment auf 12 Volt. Wir werden auf 24 hochgehen, wahrscheinlich. Wir sind gerade da noch am Abwägen und sprechen das Ganze durch mit Leuten, die deutlich mehr wissen als wir noch, weil es lohnt sich immer, mit Leuten darüber zu diskutieren, die Ahnung vom Fach haben. Spezialisten. Also wir haben ja China abgedreht. Hast du mein China-Video gesehen? 48 Volt Bordtechnik auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Chinesen haben ein Wohnmobil gebaut und haben es uns mal so richtig gezeigt. Ohne Witz. Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Guck's dir mal an. Alles 48 Volt. Also es ist komplett. Ja, es ist ein Hammer. Hat deutliche Gewichtsvorteile. Deswegen haben sie mir so am Anfang war so, ja, okay, Probleme, Umwandlung, 12 Volt und so weiter. Bis ich jetzt festgestellt habe, dass wir hier 72 Quadrat Kabel drin liegen haben, die schwer sind. Stimmt, du musst ja irgendwie auch Ladebooster und so einen Käse. 3500 Watt Wechselrichter. Die Klimaanlage soll ja auch über einen Wechselrichter betrieben werden. Welche Klimaanlage? Die Saphir Kompakt ist hier drin. Die habt ihr eingebaut, eine Unterflur-Klimaanlage. Die ist Staukastenklima. Unterflur, genau. Ja, Staukasten. Die ist hier in der Küche mit. Ihr habt eine Klimaanlage bei unter 3,5 Tonnen. Genau, wir haben eine Klimaanlage, vor allem die durch die große Batterie und die 800 Watt Solar auf dem Dach, kannst du die halt auch immer benutzen. Also ich wollte autark sein und deswegen habe ich gesagt, dann muss auch die Klimaanlage gehen. Also ich fasse mal zusammen. Du könntest jetzt hier diesen Hahn einfach laufen lassen, so lange wie du willst, weil das ist Wasser zirkuliert. Okay, haben wir schon verstanden. Dann kannst du die Klimaanlage laufen lassen. Wenn du genug Sonne hast, kannst du die fast durchlaufen lassen. Nicht ganz, aber so ziemlich. Ja, wir sind auch ziemlich gut isoliert. Wir haben zum Teil vakuumgezogenen PET-Schaum als Isolierung drin. Und natürlich ist das Dach extrem gut isoliert aufgrund der geschlossenen Carbon-Sandwich-Konstruktion. Can, komm mal her. Du musst mal durch die Kamera gucken. Guck mal durch die Kamera durch. Ist das nicht abgefahren? Ist das nicht Star abgefahren? Star Wars lässt grüßen. Ja, sehr geil. Was auch total cool ist, wenn ihr hier mit 2 Jungs unterwegs bist, ja, ihr müsst nicht nebeneinander liegen und euch den Atem teilen. Hier sind tatsächlich auch Magnete in der Decke, wo man dann einen Vorhang einhängen kann. Tatsächlich haben wir einen Großteil der Vorhänge vergessen. Die haben wir vergessen mitzunehmen zur Messe. Vorne hängen 2, sind isolierte Stoffvorhänge. Dann muss man sich auch nicht unbedingt angucken. Kann man das hier anheben? Weil das sieht so schwer danach aus. Also das hier kann man hochklappen. Ja. Tatsächlich war ein Depp kurz vor der Messe und habe in die falsche Schublade mit den falschen Dämpfern gegriffen. Aber man kann beide Betten hochklappen. Okay, man kann die hochklappen, weil jetzt von der Höhe her ist das klar, ist vollkommen in Ordnung, aber das ist auf jeden Fall cozy da oben, oder? Tatsächlich sind hier knapp 2 Meter Leute in den letzten Tagen drin gelegen, weil sie gesagt haben, das sieht eng aus und haben gesagt, das ist ein gutes Raumgefühl, weil das Bett ist 2 Meter lang. Ist 2 Meter lang? 2 Meter lang, 1,40 breit. Und auch die Positionierung von den Fenstern und dem Fensterüberkopf sorgen für ein ordentliches Feeling. Auch ist der Raum ja extrem lang. Das ist ja die dynamische Last, das fragen mich ja viele, du bist ja über 18, das wirst du sehen, wahrscheinlich wird dieses Brett aus Carbon sein. Das ist aus Carbon, ja. Also dynamische Last ist möglich. Ja. So, sehr schön. Dann siehst du auch hier vorne Standard-Rundsitzgruppe, da hat der deutsche Michel natürlich seinen Spaß dran, das kennt er. Auch die Küche ist an der richtigen Stelle, also das könnte jetzt auch ein Knaus sein hier drin. Ich glaube, so ein Grundriss, den muss man nicht neu erfinden, man muss ihn einfach mal neu denken, oder? Genau, also wir haben tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele Monate wir über ein neues Grundrisskonzept nachgedacht haben, weil ich hatte tatsächlich oft das Problem, wenn ich in den Urlaub gefahren bin, im Winterurlaub mit den Kindern und wir sind zu viert in dem Auto. Wie viele Kinder hast du denn? 2. 2 Kinder, also zu viert. Genau, deswegen 4 Personen, also Frau, Kinder, müssen irgendwie mit. Dann wurde es halt eng. Darf ich mal fragen, du bist hier mit dem Haufen in Urlaub gefahren? Ja. Wie sind die Reaktionen denn, wenn du da stehst? Achso, mit dem Auto noch nicht, mit unserem Vorprototyp. Ich habe schon Angst bekommen, ja. Also, wie war die Hinfahrt? Ist der hier auf eigener Achse? Ja, klar. Also der Wagen fährt ganz normal. Wir haben den auch schon hart über den Offroad-Park. Nee, ich meine, aber was passiert denn da auf der Autobahn, wenn du damit fährst? Tatsächlich gucken die Leute schon. Also wir haben alle Daumen hoch und gucken. Und der Wagen ist schon im Fahrbetrieb sehr auffällig. Was ich geil finde, ist, du kommst ja teilweise auch aus der Tuner-Szene. Also Car-Rapping ist ja durchaus mal Leute, die sagen, hätte ich gern in Pink und keine Ahnung. Ja, gibt's auch. Ja. Ganz oft ja als Klarlack, was besonders gemein ist. Da sieht man leider deine Arbeit gar nicht.
Ja. Steinschutzfolie. Ja, tatsächlich ist es, was wir auch immer häufiger gemacht haben oder machen in der anderen Firma, Steinschutz. Ja. Sieht man aber schon, wenn man genau hinguckt. Also, ja, klar, ich aber bin ist der Mann für, ich gucke ganz genau hin und das sieht man schon. Wenn jemand, ich sag mal, 20.000 Euro ausgibt für einen Audi oder so, den Steinschutz folieren zu lassen, so ein, du weißt, welchen Audi ich meine, oder Ford, es gibt ja so ein 2 Millionen Ford, dann, dann machst du das mal drüber. Genau, da macht man das da drüber und da geht dann natürlich auch viel Zeit und Präzision rein an allen Ecken und Punkten. Mach mal auf hier bitte. Ja. So, Gasdruckfedern habt ihr drin, die sind ja viel zu schwer. Die sind aktuell noch zu schwer. Die sind aktuell. Oh, dafür klickt es alleine zu. Dafür klickt's also alleine. Wir sind am Hin und Her überlegen, wir werden uns das nachher. Also wir gucken uns das an. Tatsächlich ist es so gedacht, dass die Gasdruckfedern das zuziehen, damit hier keine Schublade auffällt, wenn du vergisst, sie zuzumachen. Die sollen alle Softclose. Die sollen auch von selbst klacken. Genau. Also, das ist, also das soll alles von selbst klacken. Manche sind natürlich. Ja. Ganz ehrlich, die sind nicht beladen, die können gar nicht richtig zugehen. Also sobald die Ladung haben, hast du mehr Schwung, dann gehen sie auch zu. Also bitte nicht. So, und da sieht man das sehr schön, schwarze Ader auf schwarzem Grund. Du weißt, ich habe eine gute Kamera dabei, die kann sowas abbilden. Siehst du es gerade? Ja. Ja, mega. Es geht normal nicht. Ja, ja, es ist jedes Detail zu sehen. Tiger Expat, das heißt, ihr habt auch wirklich Profi-Material aus dem Offroad-Bereich verwendet. Kein Innen-Hui, Außen-Hui, umgekehrt. Genau, also wir haben geguckt, wirklich überall das Beste rauszusuchen. Und da wir halt wirklich Leute haben, die sich mega damit auskennen, die ganz klar sagen, okay, guck mal, das ist das Beste. Da kannst du dein iPad, große MacBook, alles mit laden und verschiedene Ladeströme machen. Deswegen haben wir das dann ausgewählt. Ich feiere dich so sehr. Dass du einen Ablauf genommen hast mit dicken Löchern. Denn zurzeit haben wir nämlich das wunderbare Problem. Kleine Essensreste verstopfen unseren Abfluss. Ja, und das ist hier nicht der Fall. Nee, das wäre ärgerlich. So nein, mikrokleine. Du kannst spülen und. So groß. So groß. So läuft das Wasser nicht ab. Das ist echt kacke. Entschuldigung. Ich habe dann schon gemerkt, ist der Abwassertank voll? Und dann habe ich gesehen, da ist ein ganz kleiner Essensrest. Krass. Was ist hier drin, hier oben? Das ist tatsächlich so ein Flaschenlager. Da fehlt noch ein Griff. Genau. Ach, cool. Das ist tief, oder wie? Genau, da kann man große Weinflaschen. So, jetzt bin ich tatsächlich mal an der Kamera am Ende, weil ganz ohne Licht geht es dann auch nicht. Genau. Aber man kann erahnen, das ist tief, wenn du mal mit der Hand reinfährst, Jan. Das ist geil. Das ist tatsächlich für große, total große geil, wenn du damit nach Holland fährst oder demnächst von Deutschland irgendwo anders hin, wo es kein Gras gibt. Ja. Und dann diese Klappe hier, die gerade. Und dann kommt der Zoll und sagt, geht ja nicht, wir müssen da mal ein bisschen näher gucken. Dann sagst du, ja, ich zeige Ihnen am besten mal alle Öffnungen direkt. Ja. Na, da ist man eine Weile dabei, tatsächlich hier. Und dann sagen die, ja, das hier bitte mal demontieren. So, Spaß beiseite, wir gucken uns mal die Schubladen an. Da habt ihr Rundungen drin und jemand, der sich auskennt, rund ist immer teuer. Ja, rund war tatsächlich aufwendig, aber ich habe gesagt, ich will fürs Raumgefühl, wollte ich hier alles rund haben, weil so in so einem Wagen hast du nicht viel Platz. Tut auch weniger weh. Genau. Also, ja. Das ist durchaus, hat schon die eine oder andere, vor allem ich bin hüfttechnisch genau auf der Höhe, wo ich dann immer hängen bleibe. Genau, unsere Schubladen sind hier rund, innen komplett auch wieder in Holz gehalten. Und Vollkorpus, also innen, außen identisch, besser geht's nicht. Das war das Ziel. Also es soll nicht nur oben schön und unten sondern es soll überall schön sein. Okay, die oben? Noch ein bisschen tatsächlich. Das ist nicht schlimm. Hier haben wir eine kleinere. Genau, weil hier ist natürlich die Herdplatte. Und hier sind überall, also hier ist keine. Ich befürchte absolut, dass das Auto demnächst in Dubai fahren wird. Ich hoffe, es fällt auch in Deutschland und irgendwo im Wald. Irgendwo im Wald, okay. Genau. So. Jetzt hast du Schalter drin. Das Auto ist gaslos. Genau, wir sind gaslos. Also wir haben im Prinzip gesagt, okay, Gas ist manchmal nicht ganz einfach zu bekommen. Und mir ist es tatsächlich oft passiert, dass ich irgendwo auf dem Berg stehe bei minus 20 Grad und auf einmal ist das Gas leer. Und dann ist so, Weißt du, was viel schlimmer ist? Ja. Das Gas ist ja ab einer gewissen Temperatur nicht mehr das Gas. Du musst aufs Mischungsverhältnis beim Tanken achten. Das heißt, wenn du jetzt reines Propan nimmst, dann kannst du das jederzeit entnehmen. Ja. Du hast aber bei einem Gastank, ich weiß nicht, ob du das nicht weißt, wir haben nämlich witzigerweise einen Kumpel auf dem Platz stehen. Es waren minus 3 Grad, der Gastank war dreiviertel voll und die Heizung sprang nicht an.
Es ist Butan im Gas. Ja. Das heißt, du hast einen Gastank, du tankst. Aha. Dann besteht das oft 50-70% Butan, ja, und ein bisschen Propan. Und das Butan ab einer gewissen Temperatur wird nicht mehr flüssig, wird nicht mehr gasförmig. Okay. Das heißt, du fährst mit einem riesen Gastank, der ist voll, ja, und die Heizung geht nicht mehr an. Das ist dann Kacke. Vor allem, dann friert ja alles ein und man selber auch. Wunderbar. Ja, man selber auch. Gut, der hatte eine Dieselzusatzheizung, aber das war nicht das Problem. Aber was viele nicht wissen, ist, du kriegst im Norden Afrikas überhaupt kein Tankgas. Also du kannst einen Gastank einbauen, Gasflaschen schleppen, all das brauchen wir hier nicht. Ja, nee. Also Diesel, genau, man muss natürlich je nachdem, wo man hinfährt, gucken, dass man die richtigen Dieselfilter hat und auch darauf achten, dass die Motorsteuerungen dazu auch passen. Weil klar, man kann nicht einfach weltweit Diesel tanken, das sind überall verschiedene... AdBlue geht hier ja, ist ja auch schwierig. Gibt es in vielen, AdBlue mittlerweile immer öfter, keine Frage, also auch in Ländern wie Algerien oder so. Aber da wollen wir eh nicht reinfahren, weil wir können ja die Canet de Passage gar nicht bezahlen bei dem Auto. Ja, sollte man vielleicht können, wenn man da lang will. Genau, aber tatsächlich, AdBlue muss man sich natürlich überlegen, was man macht, wenn man irgendwo hinfährt, wo man keins hat. Ich denke, da gibt es Möglichkeiten, kenne ich mich natürlich überhaupt nicht aus. Ist auch nicht so wichtig. Also ich glaube, die meisten werden damit schön Urlaub machen in Ländern, wo das geht. Und ja, hier vorne ist ein Kühlschrank, da hast du einen Klassiker genommen, Dometic 10. Ja, tatsächlich. Da kann man nicht viel falsch machen, funktioniert, solide. Doch, haben wir aber trotzdem angepasst. Was habt ihr gemacht? Wir haben die Luftführung geändert. Wie du hier siehst, ist es dazu. Und er bläst im Prinzip in einen separaten Raum, damit wir hier keine Temperatur erstens haben. Also dass Klimaanlage und Kühlschrank gegeneinander kämpfen im Sommer. Okay. Und zweitens ist es leiser. Und, ja. Das heißt, der Kompressor ist kaum zu hören? Genau. Also der Kompressor ist deutlich leiser. Und hier geht natürlich nach beiden Seiten auf, dass ich von hier dran komme und auch, ja, muss man mal richtig zumachen. Von hier dran. Korrekt. So, ich zeig's mal gerade die Brücke. Ah, da steht auch was zu trinken drin. Das war das Geschenk, glaube ich, auf der Feier, die es irgendwie gab oder hier, dass man hier hinkommt. Ist die gute Messe hier von Orga und so? Sind die nett? Ja, ja, super nett. Wunderbar nett. Genau. Okay, ist vielleicht auch wichtig, das Messeteam mal zu loben. Genau. Dass ich glaube, es ist viel Aufwand, sowas zu planen. Nein, ich weiß, es ist viel Aufwand, sowas zu planen. Allein die Menschen, die hier reinfahren und alles, so viele Autos, so viele Leute zu lenken und so. Also mega gut organisiert. Schöner Hahn. Also auch der in so einem kleinen Kastenwagen, der hat auch genau reingepasst. Genau, also der ist tatsächlich genau so geplant, dass er reinpasst. Wir haben darauf geachtet, dass halt alles, was du anfasst, halt Metall ist. Und dass das Loch an der Stelle ist. Genau. Also tatsächlich, dahinter. Hier fehlt noch eine Blende, die also als Erweiterung. Da läuft der Wasserhahn genau da rein, dass du im Prinzip, wenn du hier kochst, im Wasser auffüllen kannst und das, auch wenn es tropft, es nicht hier auf die Fläche tropft. Darf ich mal die Tür sehen hier? Ja. Das ist, die ist aus Holz oder was habt ihr hier gemacht? Genau, das ist wieder eine Holzkonstruktion. Hier ist tatsächlich gerade das Problem, dass wir, dass hier das falsche, der falsche Dämpfer drin ist. Die Decke fährt eigentlich 12 cm hoch und runter. Okay, das heißt, ich habe mehr Platz zum Schlafen dann später. Genau, also weniger, also entweder... Also mehr Platz zum Wohnen oder? Genau, mehr Platz zum Wohnen oder mehr Platz zum Schlafen. Wir kriegen 1,96 Stehhöhe hin und runtergefahren haben wir. Ich zeig das mal gerade. Hier vorne ist ein Dämpfer drin, da vorne sind auch Dämpfer drin. Sobald ich mich drauflege, wird es abgesenkt. Nein, wird elektrisch. Elektrisch, genau. Okay. Also ich kann elektrisch die Position auswählen, in der ich das gerne hätte. Und die komplette Konstruktion geht mit hoch und runter. Okay, das war nämlich eben, als ich das hier sah, sage ich, okay, das ist okay. Kann ich mit leben. Hier würde ich sagen, okay, da fühle ich mich dann im Moment noch so ein kleines bisschen wie in einem Tunnel und ich muss fliehen und das Wasser steigt. Genau. Nee, tatsächlich fährt das Bett noch weiter runter bis hierhin. Das ist eine Welt, die es gerade hier runterfährt. Ja. Das ist zwar nur ein kleines Stück, aber prozentual gesehen ist das mega. Genau. Das heißt, es hat die gleiche Tiefe wie das hier später. Nee, wir haben hier tatsächlich, das ist in Anführungsstrichen als Kinderbett geplant, hier haben wir 3,5 cm weniger Höhe. Und länger? Länger ist 1,95. Okay, also zwei Erwachsene könnten auch da schlafen. Genau. Das Auto selber, hier ist nichts gerade an der Grundkonstruktion. Das heißt, ihr müsst, habt die CAD-Daten bekommen, habt euch erstmal gewundert, wo alle Rundungen hingehen, oder? Also wir haben hier ganz viel Energie reingesteckt, überall gerade Schraubpunkte zu generieren mit Aluminiumblechen und Verklebungen und Co. Auch hier oben die Befestigung an den Möbeln, da ist im Prinzip eine große Carbonleiste reingekommen, an der wir schrauben können. Und Nietschrauben reinmachen können. Genau. So, und dann habt ihr hier vorne mal das Hickey mal ein bisschen modifiziert. Das ist jetzt elektrisch. Genau, das ist elektrisch und auch fernsteuerbar. Ja, das ist wichtig. Da gibt es ein Umbaukit schon und es war mal elektrisch und irgendwie haben alle geschrien, macht's wieder elektrisch und jetzt gibt es eine Lösung. Genau. Das ist ganz gut. Ja, wir gehen mal ins Bad und Jan, geh ruhig mal mit. Was ist das denn für eine Tür? Die Tür? Mal in den Lagerraum. Hier kannst du... Ein Lagerraum? Genau. Okay.
Das ist das, wo wir hinten reingeguckt haben. Ach, okay. Genau. Ja, klar. Hier kannst du im Prinzip entspannt in den Lagerraum rein. Ja, sehr cool. Oder Notausstieg im Worst Case. Ich habe eine große Bitte. Wir werden in Kürze, in etwa 8 Wochen, ein neues System aus der Nähe von München zeigen. Wir dürfen überhaupt nicht groß darüber reden, was es ist, weil es eine Weltpremiere ist. Du kannst in circa 10 Minuten diesen Raum hier komplett ausbauen, vollkommen ohne Werkzeuge, und kannst Stauraumsysteme einbauen, die du zusammenstecken kannst, Made in Germany, Weltpatent, die komplett umlüftet sind mit allem drum und dran, kannst selber sagen, wo alles drin ist. Das werden wir dir zeigen. Damit kannst du diesen Raum hier, mach's nochmal auf, mit Fächern versehen, dass du ihn in der Höhe hier nochmal auseinandernehmen kannst, weil das Problem ist immer, der Raum so wie er ist, ist super. Gar keine Frage, kannst ein Fahrrad reinmachen, alles. Ja, genau. Aber es gibt ja tausende von Anwendungen, die du dann modifizieren musst. Und mit dem System, das haben, ich sag mal, Ingenieure aus Bayern entwickelt, haben ein Weltpatent dafür, außer China, haben sie mir erzählt. Weil die kopieren die sowieso alles. Eh nicht, genau, die nehmen das eh nicht so ernst. Ja. Und das könnt ihr mal demnächst bei uns auf dem Kanal gucken. Und ich glaube, das wäre für dich sehr geeignet. Weil wir haben damit ganz wilde Sachen. Wir haben ein Twingo ausgebaut mit einer Hundebox hinten. Okay. Und der Kindersitz daneben. Geil. Also es ist geil. Du wirst, also ich zeig dir vielleicht gleich mal ein Foto und dann kriegst du Schnappatmung, also ist gut. So, wir gehen ins Bad. Tatsächlich würde ich hier gerne noch eine Kleinigkeit sagen. Also wir haben eine Hundeoption. Also in dieser Vollversion gibt es eine Hundeoption, weil viele haben Hunde. Dann ist der Schrank hier unterteilt in einmal oben. Da kann man hier abtrennen, je nachdem wie groß der Hund ist. Wird natürlich adäquat der Lagerraum kleiner. Und dann hat der Hund auch eine Tür und die Schwerlastschublade fällt weg. Und der Hund hat hinten ein eigenes Fenster. Okay, klasse. Tiere sind ja wichtig. Also Jan hat 4 Hunde, ich habe 3. Wir sind Hundefans. Das sind einige. Also ich habe nur einen, der reicht mir schon. Aber okay. Ja, geh mal ran. Jetzt ist die Lichtsteuerung hier im Moment auf die Farbe Purpur eingestellt. Warte, können wir auch noch Licht anmachen? Genau. Achso, das war noch gar nicht an. Nee, das war noch gar nicht an. Also hier ist Ambientebeleuchtung ist immer an. Das ist die Badbeleuchtung, hat irgendjemand grün eingestellt, glaube ich, vorhin. Und hier haben wir eine schöne LED-Wand, die wir direkt als... Also das ist das Display, was wir als Display benutzen können. Hat 700 Pixel und da können wir... Hier kann alles nass werden. Auf dem Klo sitzt, ja. Hier kann alles nass werden. Sag mal, wie... Aber hier ist auch, sind Magnete drin für den Duschvorhang. Also hier kannst du mit dem Duschvorhang einhängen, wenn du möchtest, aber theoretisch ist alles dafür gedacht, dass es nass werden kann. Okay, dann habt ihr hier, das ist diese Shower, die 2,5 Liter Shower. Genau, da oben in der Decke ist unsere Regendusche, im Logo natürlich. Crank, das ist cool. Ja, du hast leider keinen Schrank hier. Spiegelschrank. Spiegelschrank? Achso, der Spiegelschrank. Ja, das ist ja tatsächlich auch kein Schrank, das ist die Trockenkammer. Ja, ist so ein Schrank. Kann man so benutzen. Schrank/Trockenkammer. Das heißt, hier kann man zum Beispiel beim Surfen einfach das Neopren reinmachen. Richtig. Und dann hier drinnen anziehen, also nass rein, trocknen lassen und hier wieder anziehen. Tatsächlich im Skibetrieb, mega gut. Also du kannst im Prinzip, Neopren kannst du von draußen reinwerfen oder Hundesachen, ja, alles dreckige Scheiß da rein, das ist komplett dicht. Ja. Und Skisachen kannst du... Ich sehe es nämlich hier vorne, ist nämlich auch, das heißt, es könnte auch irgendwas sein, was ein bisschen stinkt, motormäßig. Genau, das ist alles und gedichtet. Ist abgedichtet. Richtig. Ist natürlich in der finalen Version, aber dafür, dass es so ein mega Prototyp ist, echt, weil du musst ja hier wirklich alles genau wissen, wann du was einbaust, weil du kommst ja nie wieder raus mit dem Zeug. Richtig, ja. Also da haben wir natürlich auch während des Baus viel Erfahrung gesammelt und Sachen, die jetzt im finalen Möbelbau noch überarbeitet werden. So, und das ist Carbon. Genau, das ist die Carbon-Toilette. Aus Stabilität und Sichtgründen natürlich. Bitte nochmal zurück, das Geräusch. Ist das geil. Ja, hier kommt tatsächlich noch ein kleiner Magnet rein, der auch hinten schon verbaut ist. Den haben wir tatsächlich nicht mehr geschafft. Ja, aber ganz ehrlich, allein könnte ich für das Geräusch töten. Also es ist... Sag mal, ist das abgefahren? Jetzt mal ehrlich. Hier tatsächlich noch eine kleine Klappe. Die habe ich schon hinten liegen. Ich wollte sie jetzt irgendwie im Messebetrieb... Sag mal, das Klo ist teurer wie beim Wohnmobil, ehrlich. Ja, ist nicht ganz günstig. Also vor allem die Art der Form war extrem aufwendig zu bauen, weil es ja am Stück, also vor allem der innere Teil, also das hier geht alles noch, der innere Teil ist... Du hast ein Carbon-Scheißhaus gebaut, ich fass es nicht. Ist das geil?
Ich sag mal so, es heißt ja müssen und nicht wollen. Also genau. Es muss ein Klo geben. Ja, und es soll ja auch ein schönes Klo sein. Man verbringt ja auch relativ ein bisschen Zeit. Jeden Als Mann Tag umso mehr, ja. Denn ich erledige eigentlich alle Bankgeschäfte, telefoniere gerne mit meiner Frau. Ja, und hier kannst du natürlich auch super das Handy weglassen. Ja, ist auch mal nicht schlecht. Hier kannst du einfach auf die Lichtinstallation starren. Und kannst du auch einstellen, wir haben schon überlegt, ob wir so Super Mario lang springen lassen. Aber das machen wir noch. Könnte gehen. Also jetzt sieht man auch, hier vorne hast du denn noch, um dich zu benetzen oder genau. Das Kind zu waschen. Richtig. All das kannst du hier machen. Was ist das für ein Taster? Das ist der Taster, der sorgt dafür, dass die Dusche umschaltet zwischen dem und dem. Ah, okay. Das ist, verstehe. So, jetzt kommt Can. Du musst hierher kommen. Wir müssen uns jetzt mal alle ein bisschen kleiner machen. Müssen wir sowieso im Leben. Zeig dir mal dieses geile Teil an. Ist das nicht süß? Jo. Funktioniert super als Helm. Geiles. Genau. Klasse ist natürlich, dass du hier super reinigen kannst. Durch dieses Gefälle brauchst du nur einmal durchwischen, das war's. Und so läuft alles super sauber raus. Hier ist auch... ich glaube, ich habe das Licht ausgemacht. Nee, guck mal. Das war hier. Ah, das war die Can. Die Positionierung ändern wir tatsächlich noch. Die ist unpraktisch, ja. Tatsächlich ist hier auch eine Keramikversiegelung auf dem Material, dass da auch nichts haften bleibt. Was ich cool finde, sind die Sachen, die man nicht sieht. Das ist leider so. Man müsste eigentlich alles durchsichtig machen, damit man das Carbon noch, damit du, ich sag mal, auf dem Golftreffen richtig flexen kannst mit dem Teil hier, oder? Das ist doch wirklich so. Definitiv, ja. Also wir haben vielleicht, also man kann natürlich auch nachher gerne sagen, dass man es nicht als Sichtcarbon hatte, dann wird es pulverbeschichtet. Aber wir haben natürlich gesagt, okay, wir wollen auch zeigen, dass hier Sachen aus Carbon sind. Also mach mir einen Gefallen, ja. Mhm. Ich zeige mich ja sehr ungern, weil ich nicht so attraktiv bin wie die anderen, aber abonniert schon Television, denn ihr müsst, damit wir hier so ein, guck mal hier, Klavierbänder, das ist, ja klar, die Steifigkeit, du musst nichts einstellen, genau. Die Spaltmaße stimmen. Richtig, genau, also das ist halt wirklich, damit die Tür immer sauber läuft, wichtig für die Tür, weil die geht ja auch hoch und runter. Mhm. Also hier ist ein Federmechanismus, der dafür sorgt, dass die Tür immer Das wird alles noch optisch einen Ticken genau. perfekter. Ja. Genau, das ist Prototyp. Hier sieht man, da ist die Schweißung noch drin. Hier sieht man den Federmechanismus. Was tatsächlich passiert ist, dass irgendjemand am zweiten Messetag mit Gewalt da dran rumgedrückt hat und eine Feder bestätigt hat. Mhm. Weil es ist nicht dafür gedacht, dass man daran Klimmzüge macht, sondern dass es mit dem Bett hoch und runter wandert. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das müssen wir jetzt reparieren. Ist aber auch gut, so eine Messe. Man lernt viel, oder? Man lernt viel. Ja, man guckt, wo gehen können Sachen auch kaputt gehen und wofür sind Dinge auch nicht geeignet. Auf also der Messe. Klimmzüge ist nicht gut an der Tür. Mhm. Dafür ist das Bett geeignet. Kann man da super machen. Hier nicht. Mach mir einen Gefallen, geh mal raus bitte, Can, dass wir mal ganz kurz eine freie Blickachse kriegen hier auf diese wunderschöne Küche. Ist das Anti-Fingerprint? Das ist Leder wieder. Das Leder, also Anti-Fingerprint. Stimmt, es war ja Leder. Ich habe schon vergessen, dass es Leder ist. Und ist übrigens auch Echtholz. Echtholz und Leder, hier vorne die Ablagen. Dann hier vorne hast du noch jede Menge Stauraum, der ist auch sehr tief. Ja, also wir haben ja die Küche weggelassen. Ja, die Can macht das mal gerade. Da sind Bonbons drin. Tada. Ah. Tatsächlich haben wir die schon öfters aufgemacht und Leute haben dann direkt, Bonbons, knapp. Ist krass auf der Messe, oder? Du, ja, genau. Oh, guck mal hier, Aktor, Funkaktor. Danke. Messgerät, und, danke. Ja, gerne, alles. Ah, da ist der Block zum Erweitern, den habe ich schon gesucht. Gut. Jetzt weißt du, was. Genau, also das ist ein Lagerschrank, da kann man so Flaschen und Zeug rein. Was heißt der Block zum Erweitern von was? Man kann den Sitz raus. Mach mal, zeig mal. Das müssen wir zeigen. Weil es ist nämlich so, dass das Bruder und Schwester sich nicht immer lieben. Nein, ich habe zwei Kinder. Nein. Also hier kann man... Am besten so weit wie möglich voneinander entfernt. Also hier fehlen noch die Magnetpunkte, dann ist das genau fixiert. Und dann ist das so gedacht, dass das hier dann schön in Position ist. Ah, ich verstehe. Und da der Kopf ja auch ein bisschen asymmetrisch ist, haben zwei mehr Platz. Genau. Und die können sich dann weniger streiten. Hoffe ich jedenfalls. Haben wir irgendwas vergessen? Die Steuerung. Darf man die zeigen oder ist das noch? Die Steuerung ist tatsächlich noch nicht schön. Also das sind einfach nur aktuell Schalter. Tatsächlich das Schönmachen ist nachher eine relativ einfache Aufgabe. Das ist das GUI. Ihr müsst jetzt die IT fragen. Ich glaube, einen kleinen Teil können wir schon zeigen. Ich gehe mal weit weg erstmal, dass wir... Ja. Das war einmal kurz. Die Hauptsteuerung soll tatsächlich nachher mit diesem Knopf funktionieren. Also, wenn ich das kurz zeigen darf, das ist vielleicht auch ganz spannend. Also tatsächlich, das ist nur für die finale Steuerung. Ich muss wissen, wie viel Prozent Batterie ich genau habe. Das hier ist nachher der Knopf, der das Ganze steuern soll. Man kann hier drücken, wie man sieht. Also er ist druckempfindlich und er gibt Feedback. Also ich kann einen An-Ausschalter machen und der klickt dann auch.
Können wir euch nachher gerne zeigen. Ich gehe mal ganz weit weg, dass man nichts sehen kann. Aber da hinten sind die ganzen Befehle, die ausgewertet werden, die im Bussystem dann laufen. Und das Ganze gibt es auf Wunsch auch drahtlos, oder? Nee, drahtlos tatsächlich nicht. Das wird integriert ins Auto, weil hier läuft natürlich auch relativ viel Strom drüber, um den Elektromotor, der den Widerstand generiert, zu betreiben. Und genau, da ist dann nachher, ich glaube, das liegt da vorne, ist eine Abdeckung drüber und es hängt an. Sag mal, ihr habt alles neu gedacht. Das heißt, ihr habt gesagt, das Zeug, was im Moment gibt, nicht schlecht, aber das geht noch besser. Das geht noch besser, tatsächlich. Mhm. Ja, also wir haben überall geguckt, was geht, was geht nicht. So Kleinigkeiten. Das heißt, wir schenken uns die Steuerung, aber es funktioniert. Das heißt, du kannst über das Pad, wenn du irgendwas machst mit dem Pad, Margot, kannst du irgendwas machen? Ja. Ich muss gerade die IT fragen, weil ich kenne den Code gerade tatsächlich nicht. IT? Du warst Benedikt. Bene? Okay, ich probiere es mal. Ich halte mal weg hier. Das ist wahrscheinlich auch deine EC-Kartennummer. So. Wie kommt man eigentlich ins Bett? Klettern oder Leiter? Okay. So, er gibt mal ganz kurz ein. Da ist es drin, ist sogar schon programmiert. Wir sind im System drin. Reines Testsystem. Das ist die Alpha-Variante. Und du sagst, das ist Open Source. Das heißt, also das wird laufend gepflegt, Software-Updates over the air. Genau. Das, was drunter liegt, ist Home Assistant. Home Assistant ist ein Open-Source-Tool und das entwickeln einen Haufen Leute und darauf haben wir im Moment aufgesetzt. Ob es das als endgültige Lösung wird, schauen wir uns noch an. Mhm. Darunter liegt im Prinzip ein MQTT-Broker und der macht die Kommunikation zwischen den einzelnen Systemen. Ich habe mal eine Frage. Ihr habt ja hier Carbon, ihr könntet ja theoretisch Starlink auch unter die... Wir werden Starlink aufs Dach setzen. Ja, das ist ja ohne Witz. Das geht, weil das Carbon wäre auch bei den Mikrowellen, es käme auf den Test an, es könnte gehen. Jetzt? Ja. Er so, ja. Was? Okay, ja. Ja, ist nur so ein Tipp, weil wir gerade Starlink testen und wir... Also Starlink soll hier eigentlich, also in der finalen Version ist das Fenster weiter rechts. Mhm. Und die Antenne ist vorne auf dem Auto und Starlink ist da eingebaut. Außen ist nicht schlecht, weil das Ding wird ziemlich warm. Also die Abwärme ist heftig. Also selbst die umgerüstete Version hat, glaube ich, nur 70 Watt. Das Modem muss irgendwie, also das ist, aber es ist geil. Es funktioniert wahnsinnig gut. Wir werden das testen müssen, tatsächlich. Mhm. Also wir haben den Platz auf dem Dach, deswegen war es für mich eigentlich nie eine Überlegung, das unten drunter einzubauen. So, ich würde gerne noch Stunden mit dir reden. Ich muss heftig aufs Klo, weil ich guck mal gerade... Wir haben nämlich eine Stunde und 9 Minuten gefilmt am Stück. Man muss aber auch sagen, der Ziel ist, warum wir die Leute jetzt ausgesperrt haben, ist einfach, um es allen mal zu zeigen, weil die Messe ist ein bisschen undankbar. Du kannst das hier, ich sag mal maximal, 200 Leuten zeigen, richtig. Dann ist die Messe um. Und bitte Leute, wenn ihr auch mal warten müsstet, dass ihr German Television filmt, das Ziel ist es, so zu zeigen, wie man eigentlich... alles gesehen hat, dass Leute, die es A, nicht kaufen wollen, das werden die meisten sein, weil sie vielleicht kein Geld haben, es aber geil finden, was Deutsche oder ich sag mal Europäische, was auch immer, ich bin ja selbst, ich sag mal halb Amerikaner, kannst du dir vorstellen, ich Haufen bin Verrückte. Haufen genau Verrückte, Oma kam aus Ostpreußen, die also wir sind ja alle irgendwie Immigranten und du wohnst in Lettland und das ist aber was europäische geile Typen hinkriegen, man muss nicht nach Amerika fahren, ja, also ich glaube, zwei, drei Sachen, die würde ich dir gerne ganz kurz zeigen. Zeig bitte. Okay, also wir haben einmal Dunstabzugshaube hier, komplett versteckt. Genau. Die läuft unten über einen großen Lüfter, die saugt richtig ab. Ja. Also die ist zwar laut, aber die funktioniert. Genau. Ja, wenn man kocht, ist auch laut. Okay. Genau. Das nächste setze ich mal hin. Warte, ich setze mal hin. Er ist noch im Test. Du willst. Okay, nein. Stopp, da ist kein Fuß. Nee. Also doch, also hier dann kannst du mal gerade ein bisschen Last ausüben auf die Ecke. Darf ich, ja? Ja. Ja, ist gut. Ja. Nee, das ist alles gut. Alles gut. Genau. Also hier sind die Schraublöcher noch größer, aber das ist nachher... Also das, was knackt, ist übrigens Carbon. Das ist interessant, denn ich weiß, dass ich habe ein Carbon-Fahrrad und wenn du an der Kurbel mal richtig trittst, macht es schon mal Knack. Ja. Das macht auch nichts. Der Fuß sitzt da hinten. Ist es ein Carbon-Fuß? Der Fuß sitzt da hinten. Er ist wunderschön. Also vielleicht brauchst du dazu Licht, warte. Warte, ich zeig mal gerade. Du musst mir einen riesen Gefallen machen, ja. Ich sehe es gerade. Es ist perfekt. Du musst das mal ganz langsam in Zeitlupe. Ich krieg nämlich gerade, ich sag's lieber nicht. Das gibt's doch nicht. Und der schiebt sich so leicht. Auf die Idee kam noch nie einer im ganzen Reisemobilbau. Ja. Ja, mich hat's genervt, weil ich saß immer da, wo du jetzt sitzt. Und ich musste immer so auf den Knien essen und ich bin tatsächlich nicht groß. Warte, ich setze mich mal hier hin und jetzt nochmal rausfahren. Das ist so schön. Ich könnte das den ganzen Tag, du könntest jetzt hier sitzen bis um 5 und immer wieder rein und rausfahren. Das ist quasi ein Gleitlager oder wie? Genau, das ist ein Aluminium-Gleitlager und natürlich eine Carbon-Konstruktion unten drunter.
Genau, ich habe zwei Kids und die liegen immer auf diesem Hängetisch und ich jedes Mal fällt gleich ab. Alter, wie alt sind die? 6 und 10. 6 und 10, junge Mädchen, oder? Zwei Jungs. Zwei Jungs, genau. Hast du ja Spaß. Ja, die kloppen sich gerne. Deswegen auch die Sitzerweiterung, dass die auseinander sitzen. Ich habe jetzt eine PS5 VR, habe ich meinem Sohn geschenkt, das 11. Das ist, ja, ist geil. Ich habe dann dieses Spiel gemacht, mit dem du Kanu fährst und nach 45 Minuten war ich kreidebleich und musste kotzen. Also ich habe dann, Du kennst es? Okay. Ich kann diese Motion Sickness, die ist bei mir richtig heftig. Okay. Das ist so. Ihr zockt aber nicht, oder? Klar. Was zockst du? Alles Mögliche. PUBG. Und, PUBG habe ich am Anfang sehr viel gespielt. Mittlerweile ist es auf Apex rübergelaufen. Ja. Bisschen League of Legends ist übrig geblieben. Warcraft 3 als eines der ganz alten, was man natürlich mitnimmt. Warcraft 2, Diablo 2 mit der Resurrected-Variante auf jeden Fall auch, ja. Also ich muss das nämlich ein bisschen sagen, weil ihr seid aus einer neuen Generation. Also wir sind ja viel unterwegs, unterhalten, klar, einen 11-jährigen Sohn hast und so, kriegst du viel mit. Ich habe normal immer einen Fortnite-Anhänger, der nicht funktioniert, aber jetzt ist er ja 11, ja. Er macht im Moment viel wie Roblox, das ist im Moment die Zeit. Aber ihr habt an Zocken gedacht, das heißt die Energieleistung, ihr könntet hier locker noch eine PS5 integrieren. Das Thema, also für alle, die kommen und sagen, es gibt keinen Fernseher, wir haben einen endgeilen 4K-Beamer getestet in Reimers Reisemobile, Stromverbrauch 78 Watt, 4000 ANSI-Lumen. ANSI. Okay. Ja, der ist hell, haben wir auch ein Video zu gemacht. Und dann vollautomatisiert. Er ist staubfrei. Man hört ihn überhaupt nicht. Er hat ein Surround-System, was einen Raumklang nach vorne emuliert und sich vollautomatisch auf den Raum einmisst. Und das Ganze ist so mega, dass wir bei Tageslicht ganz normal Fernsehen gucken können mit dem Teil. Okay, krass. Laser. Ja, also ist mit automatischer Trapezverzerrung allem drum und dran. Cool. Ich sage jetzt nicht, was es ist, aber ich werde es in die Beschreibung schreiben, weil es ist mir gerade wieder nicht eingefallen. Ja, außerdem ist es cool. Okay. Aber Beamer wäre hier eigentlich... Beamer ist gar kein Thema. Also ich selber habe auch zu Hause zwei Beamer, für die kannst du irgendwo hinstellen und sagen, hier will ich gucken. Ja, ich liege draußen, ich will da gucken. Ich liege an der Decke. Also was ich mega finde an dem Konzept ist, dass während die Kids zum Beispiel mal pennen wollen oder irgendwas ist, du kannst hier ganz normal unten zocken, du kannst hier deinen Rotwein trinken, du kannst dein Bier trinken, du kannst deine Schorle trinken. Du kannst auf zwei Ebenen Musik hören. Auf zwei Ebenen Musik. Ja, wir haben ein Audiotech Fischer Soundsystem mit 18 Lautsprechern. Das hat oben einmal die schwarzen Böbel, die du gesehen hast, sind jeweils die vier Lautsprecher für oben. Der Subwoofer ist unterm Bett. Sprich, wenn du oben im Bett Film guckst und da knallst, dann vibriert das Bett mit. Und hier unten haben wir auch ein komplettes Surround-System, was angemessen ist. Ihr müsst in Halle 7 gehen. Da ist die Revolution des Audio-Entertainments ohne Lautsprecher zu sehen. Vorführbereit. Hast du es gesehen? Das sind diese Exciter, genau, die du einbauen kannst. Davon gibt es tatsächlich bald noch was Besseres. Und da sind wir schon in Gesprächen mit den Entwicklern. Wird es hier auch geben, dann siehst du keine Lautsprecher mehr. Genau, Exciter haben wir ja gelernt. Genau. Du warst nicht dabei, oder? Also es sind Lautsprecher, die keine Lautsprecher sind. Es sind nur Spulen, die bringen irgendwas zum Schwingen. Und das klingt mittlerweile so gut, dass du ein Heft kriegst. Und der Klang ist überall. Genau, der Klang ist überall. Das ist so die Grundidee, das ist mega gut. Vor allem, du siehst keine Lautsprecher. Also ja, da sind Lautsprecher da und vorne ist ein riesen Subwoofer. Und im Barty 2 hast du auch gesehen, die hätte ich, weil ich mag es eigentlich clean, aber wenn ich Sound will, guten Sound, dann muss ich das haben. Du hast drei Sachen, die du mir zeigen wolltest. Was war Nummer drei? Das war tatsächlich das Soundsystem. So, jetzt ist der Sitz wasserdicht eigentlich? Es ist, kann man abwischen, ja. Weil es könnte gleich zum großen Unfall kommen, ja, wenn, aber so, ich halte es noch aus. Ich zeige aber mal gerade die Verdunklung, auch da habt ihr euch Gedanken gemacht, genau. Das ist eben nicht aus Hamburg, könnte man nehmen, ihr habt was Neues entwickelt. Genau, das ist ein Vorhang, der ist magnetisch, der muss noch festgemacht werden, tatsächlich ist das noch nicht fest und der ist magnetisch, der ist diffusionsgeschlossen, sprich, also aktuell kann man Magneten festmachen, der ist diffusionsgeschlossen, sprich, du hast keinen Beschlag an den Scheiben und der hat eine Aluminiumschicht drin, die dafür sorgt, dass reflektiert wird, also Wärme in beide Richtungen reflektiert wird. Project Camper ist natürlich, da könnte man nehmen, aber viel zu schwer. Genau, also du hast ihn gerade angefasst, er ist sehr, sehr leicht. Genau. Sehr leicht und das gleiche für vorne, oder? Genau, das gleiche für vorne, das kommt nachher an die A-Säule, der liegt vorne drin, haben wir auch leider nicht mehr geschafft, vor der Messe anzubauen. Der ist ja nachher an der A-Säule, Magnete sind überall schon drin und dann ist das auch dicht und vor allem Temperatur, also du hast viel, viel Temperaturschutz. Und das Ganze ist Allrad hier, korrekt? Genau, Allrad,
So, ihr habt wahrscheinlich auch die ganzen, ach, Sperren hat er eh keine mehr. Das heißt, du musst nichts hochlegen. Hat er Sperren? Differentialsperre hinten haben wir. Ist die hochgelegt, die Entlüftung? Ja, soweit ich weiß, ja. Unsere Mechaniker haben gesagt, sie machen es. Ob es aktuell hier schon gemacht ist, weiß ich nicht. Aber Wattiefe, was hat er hier, ohne dass was reinläuft? Tatsächlich möchte ich dazu noch nichts sagen. Weil okay, wir wissen, aber wir gehen aktuell davon aus, dass die Heizungsausgang absoluter Hochpunkt ist. Wir wollen es aber theoretisch, also wir haben einen Pool schon uns ausgesucht, wo wir das Ding reinstellen können und Wasser reinfüllen. Und dann, dadurch, dass wir überall Sensoren haben, können wir messen, läuft irgendwo was rein. Was ganz wichtig ist, ist Regenwasser. Das wollte ich nämlich eben gerade sagen. Also auch Carbon ist ja dicht. Und die Frage ist, jetzt passiert ein Unfall, ist ja unangenehm. Also jetzt geht ein Carbon-Teil kaputt. Kann man das flicken? Carbon lässt sich mittlerweile auch wieder reparieren. Ja, genau. Okay. Natürlich nicht mit den gleichen Traglasten, die es vorher hatte, aber es lässt sich reparieren. Ja. Lässt sich reparieren. Aber es ist ja sehr steif, das heißt auch das Thema Unfallschutz, kommt es mal zum Aufprall, da musst du ja gar nicht dran schuld sein, ja. Überschlagsgetestet habt ihr nicht, oder? Tatsächlich aktuell noch nicht und ich hoffe, dass wir das auch nicht machen werden. Okay. Genau. So, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ein Fahrzeughersteller der besonderen Art. Venix heißt das Ganze. Viele Rätsel hast du mir gegeben. Viel wolltest du mir nicht erzählen, aber ich glaube, es ist wie bei einer schönen Frau. Man muss nicht alles wissen. Und ich zeige mal gerade, es gibt ja Dinge bei Frauen, die willst du nicht wissen. Und wenn du mal gerade ein paar Schubladen noch für mich öffnest, dann haben wir das Rätsel auch nochmal gelüftet. Mülleimer. Das ist Mülleimer. Genau, Mülleimer 1. Ich zeige mal gerade Mülleimer 1. Mülleimer 2. Ja. Genau, hier hinten ist noch zum Durchladen, also wenn du genau, das haben wir gezeigt. Gehst, da auch zum Durchladen? Nee, zum Durchladen nicht. Genau, da ist eine kleine Klappe, da kannst du deine Skispringen-Ski einmal durchladen oder was auch immer, 2,40 Meter lang ist. Oder halt genau. Holland. Ja, genau. Genau. So, komm mal mit. Nee, es soll ja auch ein bisschen lustig sein. Dieses also Zeug mit dem Exciter ist schon wirklich toll. Die Leute warten, ich hoffe, bitte. Genau, hier vorne siehst du auch nochmal den kleinen Subwoofer. Oh. Du bist ja krank. Ja, ich mag guten Sound. Und tatsächlich auch innen ist alles beledert. Also wenn du eine Klappe aufmachst, ist überall ausgeflockt, beledert, befüllt. Das hier auch, alles? Ja, ja. Also wenn du hier aufmachst, da ist nicht mehr diese graue Plastik drin, sondern da ist schön beflockt wie in einem hochwertigen Fahrzeug. Wir haben bis in alle Ecken geguckt. Und Ambientebeleuchtung gibt es hier vorne natürlich standardmäßig auch. Einstellbar, wie man will. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 38. 38? Ja, glaube ich. Was hast du noch vor? Du bist ja jetzt quasi, du hast jetzt ein Drittel hinter dir in deines Lebens? Ich hoffe nur ein Viertel. Also. Nein, Spaß. Nee, cool. Ja. Also ich mag dich. Wir gucken weiter. Unterm Sitz ist die Heizung, also zum Schluss noch, oder? Nee. Die ist auch in der Küche. Auch in der Küche. Genau. Was ist hier? Das ist Stauraum. Da kannst du, da sind sogar Schuhe drin, da ist Stauraum. Okay, so, wir sind durch. Komm, wir müssen weg, Can. Denn ich muss diesen Laden hier verlassen. Ich finde dich richtig cool und das ist ja keine Sache, die du alleine gebaut hast. Da ist ein Team dahinter, oder? Genau. Wir sind ein Team und viele Entscheidungen, die wir hier drin sind, sind auch Teamentscheidungen, die viel diskutiert wurden. Wir sind 14 Leute und zwei Gründer. Ja, wir müssen ein bisschen Call to Action machen, weil jetzt werden viele Leute sagen, ihr wollt sie im Moment noch nicht verkaufen. Kann man denn schon Anfragen an euch stellen? Also wenn Anfragen und tatsächlich direkt nach der Messe geht es auch los mit Verkauf. Gut, das war ganz wichtig. Das heißt also, Vanix einfach googeln, ist natürlich ein cooler Name. Du hast die richtige Kappe dafür gemacht, passt auch zu deinem sonstigen Outfit. Aber du bist extrem authentisch. Das finde ich, also, nee, ich glaube, das werden die Leute sagen, hast dich da verletzt? Oder? Ja, genau, ich habe das Bein gebrochen vor 2 Wochen. Oh. Beim Bouldern abgerutscht. Beim Bouldern? Ja, genau. Ich mache ganz viel Sport, deswegen sind wir hier auch Offroad. Du hast dir das Bein vor 2 Wochen gebrochen. Genau. Und das war ein Gips, oder? Nee, das ist kein Gips. Also ich wollte keinen Gips, damit es schneller heilt. Nochmal, du das Bein gebrochen? Genau. Durchgebrochen? Durchgebrochen. Oder also, angebrochen? Ja, das Wadenbein ist komplett gebrochen. Ja, und das hält denn von allein, oder wie? Du warst doch nicht im Krankenhaus natürlich. Doch, im Krankenhaus war ich schon. Da haben sie dann gesagt, herzlichen Glückwunsch, Wadenbein gebrochen. Hier können sie jetzt einen Gips haben oder eben nicht. Das eine ist halt schmerzhafter, heilt dafür besser. Und genau. Das heißt, du hast alle Muskeln noch? Ja, ist alles gut. Du sparst ja viel Zeit auch so, oder? Ja, definitiv. Vor allem musst du das Gelenk hinterher nicht mobilisieren und kann eigentlich, also wir waren gestern schon wieder bouldern. Was? Ja. Vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Das Coole ist, heilt auch schneller, glaube ich. Genau, richtig. Mehr Durchblutung, heilt schneller. Dadurch, dass ich viel Sport mache, habe ich häufig mal irgendwelche Sportverletzungen und bin dann immer wieder weitermachen. Was cool ist, es bricht jetzt entweder da drüber oder da drunter. Nee, hoffe ich. Also die haben sich gewundert. Es ist genau in der Mitte gebrochen. Nein, wenn es jetzt nochmal bricht, dann bricht es drüber oder drunter, aber nicht mehr an der Stelle. Ich hoffe nicht, dass es passiert tatsächlich. Ich kann darauf verzichten. Du, ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, vielen, vielen Dank, Can. Schulnote.
1 plus, hast du doch eben gesagt. Nee, das, ich will ja, was du sagst. Also da ist ja immer noch ein Prototyp und für Prototyp ist definitiv schon 1 plus. Der ist cool. Echt? Ja, der ist cool. Ihr seid die Einzigen, wo die Jan eine 1 plus vergeben hat. Also sie sagt immer eine 1, weil man muss ja noch Luft nach oben haben. Aber das Ding ist ja, eigentlich müsste ich wieder 1 sagen, weil ich habe den, das Endresultat wird ja noch besser. Wird noch besser, ja, das werden wir sehen. Ihr haltet uns auf dem Laufenden. Gerne, ja. Ich bedanke mich bei dir. Dein Vorname nochmal? Norman. So, Norman. Und der Kollege heißt? Benedikt. Benedikt. So, Benedikt. Geiles Konzept, ganz ehrlich. Und auch Grüße an den Chaos Computer Club. Ich bin großer Fan bei German Television. Wir gucken alles, was ihr habt. Und nee, ohne Witz, also gerade 37C3. Insbesondere der Vortrag von, was hast du denn gesehen mit dem Google, wie die rausfinden mit den E-Mail-Adressen? Hast du gesehen? Gesehen, aber ich habe den Namen auch nicht mehr im Kopf. Das ist nicht mehr so schlimm. Welt war es, glaube ich. Also die Kollegin, die hat das erzählt. War ich unglaublich begeistert. Aber auch das Thema... Ach, ein Thema, was mich dann noch mal geflecht hat, war das Thema Chatkontrolle. Ja. Ja, das also auch, da sollte man ranhalten. Ja, tschüss euch allen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Schönen Tag noch.